Selbstmord im Familienbad. Hier bist du und dort ist die Natur. Leider ist Verschiedenes dazwischen. Bis zu dir herüber wagt sich nur ein Parfum aus Blasen, Tang und Fischen. Zwischen deinen Augen und dem Meer, das sich sehnt, von dir erblickt zu werden, laufen dauernd Menschen hin und her. Und ihr Anblick macht dir Herzbeschwerden. Freigelassene Bäuche und Popos stehen und liegen kreuz und quer im Sande. Dicke Tanten senken die Trikots und sehen aus wie Quallen auf dem Lande. Wo man hinschaut, wird den Augen schlecht und man schließt sie fest, um nichts zu sehen. Doch dann sieht man dies und das erst recht. Man beschließt, es müsse was geschehen. Wütend stürzt man über 1000 Leiber bis ans Meer und dann sogar hinein. Doch auch hier sind dicke Herren und Weiber. Fett schwimmt oben. Muss das denn so sein? Traurig hängt man in den grünen Wellen, vor der Nase eine Frau in Blond. Ach, das Meer hat nirgends freie Stellen und der Mensch verhüllt den Horizont. Hier bleibt keine Wahl, als zu ersaufen. Und man macht sich schwer wie einen Stein. Langsam lässt man sich voll Wasser laufen. Auf dem Meeresgrund, da ist man allein. Aus der lyrischen Hausapotheke von Erich Kästner, 1936. Zum Glück sitzen wir heute nicht allein auf dem Meeresgrund, sondern schwitzen gemeinsam mit Ihnen. Und zwar so richtig bei tropischen Temperaturen hier im Thalia Nachtasyl. Ganz herzlich willkommen zum Finale von FKK. Und da das unser Thema ist, also wenn es zu heiß wird, gar kein Problem, ziehen Sie sich einfach aus. Mancher von uns säße wahrscheinlich lieber auf dem Meeresgrund, können wir aber nicht machen, denn wir machen heute Wahnsinn, das wäre ein Wahnsinn, trifft Methode. Genau, warum? Hallo und herzlich willkommen. Wir sind heute beim Finale von Frei, haben wir schon viel zu gemacht. Letztes Mal war der Körper dran und wenn heute Körpersäfte fließen, ist das auch in Ordnung, aber eigentlich geht es heute um Kultur. Herzlich willkommen bei Wahnsinn trifft Methode. Du bist der Wahnsinn und ich die Methode. Es ist umgekehrt, wie Sie natürlich wissen. Tatsächlich geht es um Wissenschaft und den Alltag. Für die Wissenschaft sind wir verantwortlich in der Universität. Deswegen freuen wir uns auch heute wieder, drei Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen bei uns zu haben, die uns die Kultur zeigen. Und für den Wahnsinn haben wir einiges zu bieten, oder? Kommt drauf an, wie man sieht. Ich finde ja auch, dass der Wahnsinn oft in der Wissenschaft steckt, aber das werden wir gleich näher diskutieren. Wir freuen uns über ganz besondere Gäste. Wen hast du mitgebracht? Ich habe Frau Professor Dr. Katharina Klein von Königslöw mitgebracht. Sie wird zur Diskussionskultur befragt werden, denn sie ist Kommunikationswissenschaftlerin und vieles ändert sich im Augenblick. Aus der Hamburger... Aus der Hamburger Clubszene, aus der Clubkultur ist der Geschäftsführer des Übel und Gefährlich bei uns. Herzlich willkommen, Wolf von Waldenfels. Wegen der erhöhten Temperaturen nicht allein, sondern überhaupt haben wir auch einen Arzt mitgebracht, nämlich Herrn Dr. Marc Lüttke-Hedmann, der im Notfall einspringen kann. Aber dafür ist er nicht da, sondern er ist ein Freund der Viren und Bakterien. Achtung, es geht um Bakterienkulturen, das kann man mit Viren auch machen. Es wird spannend werden, also bitte hinterher die Hände waschen. Den Niederungen und Höhen der Ess- und Kochkultur freuen wir uns über den Sternekoch und berühmten Restauranttester. Herzlich willkommen, Christian Rach. Ja, und dann wird uns Auskunft geben über den Medienkonsumzusammenhang ein Marketing-Experte, Herr Professor Dr. Clement, Michel Clement, der nebenbei auch Niederländer ist und sich hoffentlich gut vermarktet, ich bin ganz sicher. Darf ich mal ganz herzlich applaudieren.
Oh, es ist wieder richtig kuschelig heute in der Runde. Wir hatten eigentlich erst die Idee, mit Eiswürfeln zu werfen. Sie wissen, wir werfen hier gerne mit Dingen. Aber das haben wir dann aus Sicherheitsgründen doch gelassen. Eigentlich schade, ne? Ja, das kann man sagen. Herr Clement, wir legen gleich los. Vermarkten Sie sich mal. Was macht eigentlich ein Marketing-Experte und was hat das mit Kultur zu tun? Man hat vielleicht eher das Gegenteil hier gefühlt. Also Herr Lenzen, ich habe eigentlich erwartet, Sie sprechen mich auf die Fußball-WM an. Das haben Sie jetzt Gott sei Dank nicht getan, denn wir sind ja leider nicht dabei. Völlig zu Unrecht wohlgemerkt. Deswegen haben wir Sie eingeladen, damit Sie dieses Dabeisein-Gefühl trotzdem... Ja, aber sind denn die Holländer... Ich freue mich auch, in der Mitte zu sein. Aber die Holländer sind auch nicht dabei, oder? Ja, eben. Ja, eben. Na gut, dann schauen wir mal. Aber trotzdem, warum wird man Marketing... Professor, was machen Sie den ganzen Tag, wenn Sie so Marketing machen? Ja, also typischerweise höre ich gerne Musik, schaue gerne Filme und lese gerne Bücher. Und um das in einen vernünftigen Kontext zu bringen, habe ich mir überlegt, ich gehe das Thema vielleicht ein Stück weit wissenschaftlicher an, habe ich wenigstens eine gute Ausrede. Im Kern beschäftige ich mich halt mit der Vermarktung von Medienprodukten. Wir versuchen halt zu verstehen und auch zu prognostizieren, wie viel Nachfrage ein neuer Kinofilm haben wird, was zum Beispiel das optimale Pricing im Bereich von Büchern oder E-Books ist oder eben auch, wie sich Streaming-Services in der Musikindustrie auf die Künstlerentwicklung und die Cashflow-Problematik auswirken. Da sind wir ja mittendrin. Ist die Buchkultur verloren? Oh nein, die Buchkultur ist nicht verloren. Sie wandert nur andere Wege. Ich glaube, es wird eine Veränderung geben in dem Buchmarkt natürlich, das ist klar, aufgrund der Digitalisierung. Insofern gibt es da große Herausforderungen, vielleicht gar nicht so sehr nur für die Verleger, sondern eher vielleicht für den stationären Handel. Kann man sagen, dass es eine bestimmte Sorte von Literatur gibt, die eher als gebundenes Buch noch zur Verfügung stehen wird und anderes eher nicht, sondern übers Internet oder über andere Trägermedien vertrieben wird? Oder sortiert sich das noch? Also faktisch ist es so, dass im Kern die meisten Bücher sowohl als gebundene Variante als auch als E-Book in den Markt gekommen sind und auch noch kommen. Aber natürlich gibt es die Möglichkeit des Self-Publishing, sodass jeder, der eigentlich möchte, sein Buch digital schreibt und auch digital hochlädt und im Zweifel auch nur digital vertreibt, also in den Verlag im Zweifel auch direkt umgeht. Da haben wir natürlich jetzt ein Kulturproblem, nicht? Es gibt keine Qualitätssperre mehr, die vorher ein Lektor oder ein Herausgebergremium hatte. Wie unterscheiden wir denn eigentlich etwas, was kulturell akzeptabel ist in diesem Meer von Self-Publishing und dem, was fremd publiziert ist natürlich und dem, wo man sagt, das kann man eigentlich auch lassen? Also zunächst einmal ist das ein deutliches Maß an Kulturvielfalt. Also es ist ja per se schon mal besser, dass halt einfach jeder, der möchte, zur Kultur beitragen kann. Ob jetzt alles lesenswert ist, eine andere Frage, aber am Ende entscheidet das im Zweifel der Nachfrager. Faktisch ist es aber so, dass durch die Selbstpublikation, also in Deutschland erscheinen ja roundabout 80.000 bis 100.000 neue Bücher jedes Jahr. Das kann ja kein Mensch übersehen. Insofern sucht jeder nach irgendwelchen Qualitätssignalen, auf der Basis die Entscheidung getroffen werden kann, welches Buch gelesen wird. Das kann der Autor sein, also ein Star-Autor sein, es kann aber auch das Thema sein, es kann auch der Verlag sein, es kann aber auch ein Kritiker sein. Insofern gibt es vielfältige Einflüsse, die auf einen Erfolg eines Buches wirken. Und gerade genau die Dinge suchen wir systematisch, bereiten diese auf und nutzen diese Informationen, um eben auch Nachfrageprognosen für Bücher in den jeweiligen Verwertungsstufen vorzunehmen. Wenn Sie mich zu Hause einladen würden, bei sich finde ich dann nur ein Tablet in einer Schublade oder gibt es auch Regale mit Büchern? Ja, es gibt auch noch ein paar Regale mit Büchern. Wir sind aber nun gerade umgezogen, da sind ein paar Bücher zum Opfer gefallen. Das war halt tragisch, aber ich nutze halt faktisch mein iPad und auf dem iPad lese ich über zahlreiche Services faktisch nur noch E-Books. Aber Dieter, deine Frage würde ja auch beinhalten, dass solange es Verlage gibt, die Bücher publizieren, es tatsächlich eine Qualitätskontrolle gibt. Das heißt, es würde überhaupt keinen Schrott auf dem Büchermarkt geben, deiner Meinung nach. Also zumindest gibt es Verlage, von denen wir sagen, wenn wir dort ein Angebot haben, gehen wir eher davon aus, dass es eine Qualitätskontrolle gegeben hat und solche, wo das natürlich nicht der Fall ist. Aber das geht verloren, dass man das auf Anhieb sieht, ne? Es sei denn, man kennt sich aus. Ja, oder der Markt generiert das. Also ich meine, faktisch ist ja so, dass die Nachfrage, die kann ich ja beobachten, die Nachfrager bewerten auch Bücher, sie rezensieren Bücher und durch diese Rezension, durch den Markt, werden ja auch Qualitätsindikatoren gegeben, ob man denen nun trauen mag oder nicht.
ist eine andere Frage, aber wenn das sehr viele Bewertungen sind, dann hat das einen sehr starken Einfluss auf die Nachfrage. Das wissen wir aus der Forschung. Und das sehen wir auch auf den ganzen Bewertungsplattformen, dass die Nachfrage durchaus substanziell von der Anzahl der Bewertungen und natürlich auch von der mittleren Bewertungs-Evaluation, also der Anzahl Sterne meinetwegen, dramatisch abhängt. Gibt es deine Bücher auch als E-Books? Eher nicht, weil es sehr alte Bücher sind zum größeren Teil. Aber mein Sohn sagt immer, du bist bescheuert, dass du so eine teure Wohnung mietest. Die habe ich aber alle umgezogen. Ein Zimmer würde genügen, das ist alles eingescannt irgendwo in der National Library. Und, ach, du mietest die Wohnung nur für die Bücher? Hauptsächlich, ja. Aber ich kann Sie beruhigen, Ihre Bücher habe ich natürlich mit umgezogen. Ja, das ist kann so ich wie... Sagen? Ja. Ich stelle fest... Ich habe eine 17-jährige Tochter, die hat viele Freunde in dem Alter zwischen 17 und 20 und die schenken sich Bücher. Die schenken sich Bücher und die sitzen da und lesen und die haben es in der Hand. Natürlich haben die alle auch irgendein E-Book, aber das ist dann vielleicht für die schnelle Reise, damit der Koffer und die Tasche nicht so schwer ist. Aber die schenken sich gegenseitig Bücher und ich kenne viele dieser Zimmer und Wohnungen, die sind voll mit Büchern. Also das erfassen Sie das oder ist das nur eine Zufallswahrnehmung in einem kleinen, nicht repräsentativen Bereich? Herr Rassig, also ein sehr guter Punkt. Der Buchmarkt ist in großen Teilen ein Geschenkemarkt. Mit dem Wachstum in die Digitalisierung und der Zunahme von auch Flatrate-Services, also wo ich einfach ein Abo habe und über dieses Abo Bücher leihen kann, verändert sich das ganze Geschäft dramatisch. Weil zunächst einmal ist es wie in der Musikindustrie auch, man hat früher auch CDs gekauft und verschenkt. Im Zeitalter von Spotify und Co. ist das in weiten Teilen vorbei. Das Interessante im Buchbereich ist allerdings, wenn man sich mal solche Services anschaut, wo eine Flatrate von meinetwegen 9 Euro oder 10 Euro pro Monat bezahlt wird und man kann dann so ein Portfolio von Büchern diese sozusagen lesen, dann wird der Autor auf der Basis der gelesenen Seiten bezahlt. Ich weiß nicht, wie viele Bücher Sie zu Hause stehen haben, die Sie nie gelesen haben. Ich habe da so einige davon, nicht Ihre Bücher. Aber insofern ist das natürlich so, dass man faktisch, wenn das Buch nur dann, wenn das Buch gelesen wird, auch faktisch dann dafür auch Geld fließt, haben wir eine große Herausforderung für die Autoren. Ja, das heißt ja, die Bücher müssen theoretisch besser werden. Das ist die Hoffnung. Was ist denn... Ja. Das heißt aber nochmal auf die Frage von Christian Rach, also Sie sehen auch, dass es diesen Bücher, echten Büchermarkt weiter gibt, sei es auch nur als Geschenk oder gibt es da wieder auch so eine Rückwärtsbewegung? Naja, also, wenn man sich den Musikmarkt anschaut, dann sind es irgendwie zwischen 4 und 5% der sozusagen des Marktes ist gerade Vinyl. Also es gibt also, warum auch immer. Noch richtig aber alte Platten. Es gibt ganz viele Menschen, die auf einmal meinen, das ist schön nostalgisch, erinnert mich an früher. Und dann macht es vielleicht 4 bis 5% aus. Der Buchmarkt wird natürlich, es gibt einen Nutzen eines gedruckten Buches, der ist unbestreitbar, aber der wird halt schon dramatisch von den anderen alternativen Nutzen, die auch die Digitalisierung mit sich bringt, kannibalisiert werden. Bücher wird es immer geben, aber die Zahl der verkauften physischen Bücher wird mit Sicherheit erheblich abnehmen. Frage an den Marketing-Experten. Männer lesen nicht, Frauen schon. Ist da was dran? Natürlich nicht, aber wir wissen, dass Frauen viel mehr Bücher kaufen. Das ist in der Tat richtig. Und Frauen kaufen mehr Bücher? Weil die für die Geschenke zuständig sind, im traditionellen Rahmen. Herr Rach, da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Aber es ist tatsächlich so, dass sozusagen die Digitalisierungstendenzen in den USA, dort ist das Thema deutlich weiter, hat sich dramatisch verändert und es ist sehr viel schneller angestiegen, als die Frauen angefangen haben, die Kindle zu kaufen. Und mit der Diffusion der Kindle, also der Endgeräte, ist auf einmal die Nachfrage nach digitalen Büchern dramatisch hochgegangen. Das ist für die Verlage per se eigentlich nicht unbedingt ein Problem, weil die Marge für ein E-Book sogar höher ist als für ein physisches Buch. Es ist allerdings für den klassischen Buchhandel, der die physischen Bücher vertreibt, ein erhebliches Problem. Die werden dramatisch darunter leiden. Die Verlage können sich adjustieren und auch flexibel darauf reagieren und auch mit dem Pricing vielleicht ein Stück weit reagieren. Aber der Buchhandel, der traditionelle Buchhandel, der wird unter Druck kommen. Also wir halten fest, Männer lügen nicht, Frauen lesen. Wie ist es denn mit der Musik? Also Spotify bei Ihnen zu Hause oder eher CDs oder gar noch Vinylplatten? Was hören Sie am liebsten? Ja, also Vinylplatten sind nicht mit umgezogen. Auch nicht? Nee.
Aber ich habe auch gar keinen Plattenspieler. Darf ich den übernehmen? Ja, und ich habe es auch, ja, Herr Rach, für Sie immer gern. Aber die, die Vinylplatten sind nicht umgezogen. CDs haben wir natürlich noch, aber faktisch ist das so, das wird alles digital über Spotify. Wobei Wolf von Waldenfels, was sagen Sie dazu? Sind Sie Spotify-Anhänger oder sagen Sie, ich schütze meine Künstler? Das kann ich alles nicht so richtig sagen, weil das sind individuelle Geschichten, das sind Entwicklungsgeschichten und meiner Ansicht nach ist die ganze Diskussion lächerlich, weil alles, was praktischer ist, setzt sich auch durch und dass das ein Qualitätsnachteil wäre, sehe ich irgendwie nicht so richtig, diese Kontrollfunktion. Was sind denn das für Menschen, die das kontrollieren in den Verlagen, die Lektoren und so, die haben meiner Ansicht nach vielleicht auch zu viel Macht. Also lass das mal ruhig alles so laufen. Spotify ist, meiner Ansicht nach, wird viel geklaut in diesem neuen Internet, in dieser neuen Internetwirtschaft. Es gab eine freiwillige, sozusagen eine große Datenbank, die hieß Last.fm. Die gibt es auch, glaube ich, immer noch. Und ich habe das Gefühl, immer wenn ich Spotify benutze, dass die das eigentlich komplett übernommen haben und finde das sehr praktisch. Also Last.fm hat mir damals sehr gefallen, weil du gibst einen Künstler ein, die Musik, die du irgendwann mal gehört hast und wo du vergessen hast, wie du die findest. Du gibst nur die drei Buchstaben ein und schon kommt das. Und schon habe ich die Songs, die ich jahrelang gesucht habe. Also ich finde das alles sehr praktisch. Man muss dann halt überlegen, wie das mit der Vergütung für die Künstler funktioniert. Aber auch da ist die ganze Diskussion sehr, sehr schräg. Und warten wir mal ab, wo das hingeht, weil ich habe, also meine Erfahrung ist GEMA. GEMA-Gebühren für Clubs und Restaurants, Kneipen sind Kosten, die richtig nerven. Und dann gibt es ein paar Künstler, die eigentlich auch kein Geld von der GEMA kriegen, weil sie viel zu klein sind, aber unheimlich dafür kämpfen, dass die ihre Rechte vertreten. Und naja, und ich finde das eigentlich ganz gut, dass das alles jetzt mal ein bisschen aufgemischt wird, weil meiner Ansicht nach sind die ganzen Dinge viel zu gesetzt. Es ist alles so gesetzt und eingefahren und das wird jetzt alles mal durcheinander gewirbelt. Aber bekommt durch diesen Mechanismus, der ja ein Mechanismus von Selegieren ist, wenn Spotify alles jederzeit zu hören bringen kann, zum Gehör bringen kann, bekommt Spotify dann nicht, oder ein anderer, wir haben ja immer denselben hier, also Amazon Prime oder sowas, bekommen die nicht viel zu viel Macht? Ja, ganz klar. Wir sind Leute, wir dachten, wir leben im Kapitalismus. In Wirklichkeit steuern wir auf die digitale Planwirtschaft zu. Allerdings natürlich viel besser, weil der ganze Mangel, der in der Vergangenheit in der Planwirtschaft war, vielleicht hier jetzt nicht mehr so stattfindet, weil man vorher aussucht und dann wird on-demand produziert. Aber das heißt, ja, Planwirtschaft mit einem Marktmonopol für Amazon. Ist Amazon böse? Nö. Ganz und gar nicht. Die bieten einen Service, der offensichtlich so attraktiv ist, dass da viele Leute hingehen. Ich bin der Meinung, wenn man kann natürlich die Marktmacht in Anführungszeichen missbrauchen. Das sollte man natürlich kontrollieren, dass das nicht passiert. Aber jeder kann noch einen besseren Service bauen. Man muss es nur erstmal schaffen. Aber auch hier das ganze Thema Streaming und dort, wo es um eine Flatrate geht, wo ich eben über ein Abo die Musik hören kann, wird ja ein analoges Geschäftsmodell praktiziert. Es wird auf der Basis der Nutzung ausgezahlt. Das verändert alles. Früher war das so, ich habe eine CD gekauft. Ob ich die höre oder nicht, hat Adele eigentlich herzlich wenig interessiert. Hauptsache, ich habe die CD gekauft. Dann wurde Umsatz realisiert. Und ob ich dann festgestellt habe zu Hause, es war leider so, ich mochte das nicht so gern. Das wäre ein Drama bei ihr im Falle von Spotify, weil dort faktisch nur auch Geld fließt, wenn die Musik gehört wird. Das verändert alles. Aber wenn Sie sagen, Amazon ist nicht böse, aber es muss kontrolliert werden, wie denn? Naja, es gelten hier natürlich die allgemeinen Wettbewerbsrichtlinien wie für alle anderen auch. Wenn es eine marktbeherrschende Stellung gibt, dann haben wir ein Problem. Aber diese marktbeherrschende Stellung gibt es in dem Kontext so direkt natürlich nicht. Weil es gibt natürlich Amazon, es gibt ein Apple, es gibt auch ein YouTube, dürfen wir nicht vergessen. Das ganze Thema YouTube, das ganze Streaming bei YouTube ist riesig. Das ist eine Megadiskussion in der Industrie bezüglich der Abrechnung. Insofern gibt es eine ganze Reihe von sozusagen Handelsplattformen, die das anbieten. Aber
der Druck wächst. Der digitale Musikkonsum ist mittlerweile größer als der physische Musikkonsum. Naja, und ich meine, wenn die besseren Services machen, dann haben sie auch mehr Nachfrage und dann werden sie halt auch mächtiger. Und wenn niemand die B-Dur-Symphonie von Schubert klickt, irgendwann gibt es niemanden mehr, der dafür bezahlt, dass sie gespielt wird. Brauchen wir Subventionen dafür? Also der Ökonom würde sofort sagen, Subvention ist dann ein Thema, wenn der Markt versagt. Ob der Markt hier versagt, das sehe ich noch nicht. Man sollte den Marktkräften aus ökonomischer Sicht zunächst einmal ein Stück weit vertrauen. Man sollte dann eingreifen, wenn der Markt es nicht hinbekommt. Das ist nicht Schubert. Das ist unser Zeichen. Bitte noch einmal ganz kurz. So trennen wir heute. Genau, wir trennen heute Gutes vom Schlechtem, Böses, nein, überhaupt nicht. Sondern da wir uns ja mit den Vielfältigkeiten und den vielen Facetten der Kultur beschäftigen, suchen wir uns jedes Mal ein Geräusch, das uns allen klar macht, es ist vorbei. Allerdings nur für die nächsten paar Minuten. Insofern freuen wir uns jetzt auf, und es ward dunkel und man hörte wieder. Ein Reisender machte in einem kleinen Dorf Station und beschloss, im einzigen Gasthaus zu Mittag zu essen. Als er nach der Speisekarte verlangte, erklärte der Wirt bedauernd, dass er zurzeit nur gedämpfte Mumeln anbieten könne. In Erwartung einer besonders ausgefallenen Spezialität bestellte der Reisende dieses Gericht, worauf der Wirt einen Teller brachte, auf dem 4 kleine grüne Früchte lagen. Misstrauisch nahm der Gast eine von ihnen in den Mund und biss vorsichtig drauf. Sein Misstrauen war berechtigt. Die Früchte waren zäh und ohne Geschmack. Empört rief er nach dem Wirt. »Ich habe eine Frage an Sie«, sagte er. »Wieso sind diese Mumeln so klein?« »Das war ein schlechtes Mumeljahr«, antwortete der Wirt. »Im letzten Jahr waren sie viel größer, aber heute kam ein unerwarteter Frost und schon war die ganze Mumelernte verdorben.« »Sie sind aber nicht nur klein, sondern auch geschmacklos.« »Das war der Regen.« »Wenn es regnet, verlieren die Mumeln ihren Geschmack.« »Außerdem sind sie zäh wie Leder«, ergänzte der Reisende. »Es kommt vom Dämpfen. Die meisten Mumeln vertragen das Dämpfen nicht. Manchmal geht's gut, aber meistens werden sie zäh.« »Ja, aber wieso dämpfen sie dann, wenn sie das wissen? Wenn man sie kocht, schmecken sie noch schlechter.« »Na, hören Sie mal«, begann der Gast von neuem, »meinen Sie, dass ich von diesen 4 Mumeln hier satt werden kann?« »Nie und nimmer. Kein Mensch wird davon satt. Das sieht doch ein Kind. Ja, könnte ich da nicht wenigstens noch Kartoffeln dazu bekommen?« Der Wirt hob entsetzt die Hände. »Aber Sie können doch nicht zu Mumeln noch Kartoffeln servieren.« »Aber wie können Sie dann Ihren Gästen ein Gericht vorsetzen, das weder schmeckt noch sättigt?« »Ja, das habe ich mir auch schon gefragt. Aber Sie sehen ja, dass es geht.« »Und jetzt wollen Sie also auch noch Geld dafür?« »Also, wenn es Ihnen nichts ausmacht, dann wäre ich schon ganz froh, wenn Sie zahlen würden. Irgendwie muss ich ja auch leben. Ich habe Frau und Kinder.« Wütend zahlte der Reisende und stand auf. »Aber Sie erwarten hoffentlich nicht, dass ich Ihr Lokal jetzt auch noch weiterempfehle.« »Wie käme ich dazu? Aber es wäre schön, wenn Sie es täten. Kommen nicht so viele Leute in mein Lokal.« Da fasste den Gast ein merkwürdiges Grausen und er stieg schnell in seinen Wagen. Im Rückspiegel sah er noch, wie ihm der Wirt freundlich hinterherwinkte. Robert Gernhardt, Rast in Hessen. Ja, Herr Rach, haben Sie schon was ähnlich Absurdes erlebt als Restauranttester? Ja, so absurd ist das gar nicht. Schon gar nicht in Hessen. Schon gar nicht in Hessen. Nein, das kann man ja. Das hängt ja davon ab, was für Ansprüche man hat. Und dieser Gast, der wusste genau, was er zu. Was,
für eine Vorstellung er hatte. Und diese Vorstellung und Erwartungshaltung wurde nicht erfüllt. Und dann hat er natürlich zu Recht aufgemuckt. Die Frage ist nur, warum hat er bezahlt? Haben Sie schon mal bezahlt für ein richtig schlechtes Essen? Ständig. Ja, also klar. Ich habe zwar im Fernsehen dann eine große Klappe immer gehabt, aber sehr mit Ehrfurcht und Respekt. Aber da mich fast alle Gastronomen Deutschlands, und das soll nicht arrogant klingen, aber kennen, und dann werde ich nie den Lauten in einem Restaurant machen. Das gehört sich dann nicht, finde ich. Es sei denn, es ist ein objektiver Fehler. Was ist ein objektiver Fehler, wenn man ein Steak blutig bestellt und man bekommt es absolut durchgebraten? Dann ist es ein objektiver Fehler. Dann würde ich sagen, es ist ein zwingendes Handeln, dass man das sofort reklamiert, aber nicht zuerst aufessen und dann reklamieren. Gibt es ein Lebensmittel, was sich ähnlich wie die Mumel verhält? Also was eigentlich in jeglicher Form der Zubereitung fast ungenießbar ist? Es gibt nur diese eine Ausnahme, wo es wirklich klappt? Ja, Milchreis. Also Sie sind kein Milchreis-Fan. Das Beste beim Milchreis finde ich, einmal aufkochen, ins Bett stellen, und wenn die Kinder nach Hause kommen, ist es fertig. Also ich finde, Milchreis ist eigentlich einfach. Ja, sehen Sie, so unterschiedlich sind dann die Ansprüche an dieses Gericht. Zur Esskultur. Es geht ja bei uns heute um Kultur. Was macht ein Essen oder was macht den Vorgang des Essens zur Kultur? Ja, das ist natürlich eine ganz schwierige Frage, weil es wird unglaublich kleinteilig. Wenn man, wie würde man denn Kultur definieren? Als, vielleicht als Regeln und Gewohnheiten, die unser Zusammenleben irgendwie leiten. Man nicht mal definieren, sondern leiten. So, und bei Esskultur könnte man natürlich sagen, dass das das Zentrum des menschlichen Zusammenseins definiert. So, und jetzt fangen wir an. Wir haben ja großartige gesellschaftliche Probleme mit den Flüchtlingen. Kommen fremde Kulturen, wie auch immer wir das dann definieren, was eine fremde Kultur ist, die kommen zu uns. Und in dem Moment betrachten wir uns als alle, als wären wir eine Kultur. Und dann fangen die an, ihr Essen zuzubereiten als geringstes Problem. Und dann stören wir uns an den Gerüchen, an den Riten und an den Sitten und an den Regeln bei Tisch und so weiter und so fort. Das heißt, per se bringt das Essen der verschiedenen Kulturen unglaubliche Probleme mit sich. Probleme? Ich dachte, das nimmt jetzt eine positive Wendung am Ende. Im Zusammenleben. Im Zusammenleben. Meinen Sie jetzt Knoblauch? Ja, weil die meisten aber Knoblauch nicht vernünftig einsetzen können. Weil Knoblauch ist eigentlich ein Gewürz. Und wenn Sie jetzt sagen, dass in der Küche Griechenlands, ich habe jetzt extra nicht Griechisch gesagt, weil ich es nicht aussprechen kann, in der Küche Griechenlands Knoblauch unglaublich massiv eingesetzt wird, dann muss man ein bisschen in die Historie sehen. Und man sieht, dass in Griechenland es überhaupt keine traditionelle Küchenentwicklung gab, wie es in vielen, vielen anderen Ländern oder Kulturkreisen gegeben hat. Und Knoblauch ist immer so ein Mittel, wenn man es nicht kann, alles tot zu schlagen. Und der ungeübte Esser sagt, oh, schmeckt das toll. Das heißt also, wollen Knoblauch Sie jetzt hier ist die gesamte ein griechische Küche diffamieren damit? Ja. Okay. Ja, das waren nochmal klare Worte. Ursprünglich dienten diese Gewürze, besonders scharfe Gewürze, ja dazu, um den Verwesungsgeschmack von Fleisch zu übertünchen. Das ist jetzt nicht mehr so, aber die Gewürze sind noch da. Wo haben Sie das her? Sein Sohn ist Bestatter. Das war die Antwort. Das war die Antwort. Nein, das würde ich bezweifeln, dass das so war. Gewürze waren ja, wenn Sie die Geschichte wieder bemühen und das Altertum sehen, die reichsten Männer Europas waren Gewürzhändler, als man dann halt Handelswege eröffnet hatte und dann wurde als erstes wurde Salz und Zucker natürlich und dann kamen Zimt und die ganzen orientalischen Gewürze hinzu. Einen unglaublichen Reichtum haben die mit sich gebracht, aber nicht um Verwesungsgeruch zu übertünchen, ne? Sondern es hat sich einfach der Geschmack so geändert, dass wir lernen Essen nur durch Essen. Das heißt also, das ist eine ganz simple Wahrheit, aber das ist einfach so. Wir müssen essen, um Essen zu lernen.
Und wir haben dann gelernt im Laufe dieser Jahrhunderte, dass Gewürze eine unglaubliche Bereicherung sind. Früher gab es kein Salz. Wir haben es hier in Europa oder in Deutschland nur salzlos gegessen. Und plötzlich kam Salz auf, man hat dann gesalzen und man hat natürlich Salz als Geschmacksverstärker benutzt. Zitrone, Säure benutzt man heute immer noch als Geschmacksverstärker. Und so ist das natürlich plötzlich Zucker. Man hat ganze Möbel aus Zucker gebaut in Venedig und in der venezianischen Zeit. Möbel? Möbel aus Zucker, weil das nur ein Ausdruck des Reichtums und der Macht war. Und dann hat man also den Königen ein Glas gegeben und dann hat man geguckt, wie er da reingebissen hat. Und da war ganz erstaunt, als er dann vom Norden kam, dass man das Glas essen konnte. Also das waren alles die Auswirkungen von Gewürzhandel und dann dem daraus resultierten Reichtum. Also Sie sagen, die Esskultur ist durchs Essen entstanden, wenn ich es richtig verstehe, zumindest das Schmecken. Die Esskultur entwickelt sich permanent durch Essen weiter. Schmecken wir denn heute, wo wir jetzt so vieles kennen, Knoblauch, Gewürze, viele andere Dinge, schmecken wir mehr oder schmecken wir durch das viele Angebot und das Übersalzen weniger? Ich glaube, dass die Globalisierung, das, was wir gerade auch hier gehört haben, natürlich bei dem Essen auch nicht Halt macht und dass die permanente Verfügbarkeit und auch die Medien natürlich den Menschen und der Reisekonsum und Verhalten eine unglaubliche Bereicherung für den Geschmack waren. Und das, da gibt es noch lange kein Ende und wir entwickeln uns permanent darin weiter und es gibt eigentlich keine Regeln mehr. Aber angefangen hat es alles, würde ich mal sagen, was haben wir alle immer gehabt, schon in der Steinzeit? Hunger und Liebe, also Fortpflanzung. Und das ist die Grundlage natürlich dann, man hat gefressen und gejagt und als aus dem Fressen dann Mahlzeiten wurden, begann eigentlich die Kultur des Essens. Weil nur ein Zerreißen von einem Stück Fleisch oder von einer Frucht zu sich nehmen, ist noch keine Kultur, sondern das ist reine Überlebenstrieb. Und in welchem Moment beginnt die Kultur? Indem man das erlegte Gut zubereitet hat. Das heißt also, eine aktive Veränderung des Produktes herbeiführt. Das Feuer, durch das Feuer ist das? Ja gut, das Feuer, das ist ja dann, das sagen ja die Anthropologen dann, das war ja überhaupt die Grundlage dessen, dass wir überhaupt unser Gehirn und alles Mögliche entwickeln konnten. Und weil erst über die Wärme, die Zuführung von Wärme und Hitze zu den Lebensmitteln Aufspaltungen möglich waren, die eigentlich gewisse Wachstumsdinge in Gang gesetzt haben, dass wir unser Gehirn entwickeln konnten im Gegensatz zu Tieren und so weiter und so fort. Also da müssen wir den Anthropologen hinzuziehen, das ist sonst nur angelesenes Wissen. Ihr angelesenes Wissen klingt aber, ich finde, verdammt gut. Jetzt noch mal zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Oder wolltest du gerade noch? Go ahead. Wir verstehen uns einfach ohne Worte. Das ist in der so Zeit trinke ich was. Sie haben gerade gesagt, das wird auch befördert durch die Medien. Jetzt sehen wir überall Kochshows, 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 Kochshows. Kochen die Leute deshalb mehr? Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass sie mehr kochen. Ich würde es auch gar nicht so messen wollen, sondern ich sage, Gott sei Dank ist Essen und Trinken im Zentrum der Gesellschaft angekommen. Das heißt also, es ist auch bei uns in Deutschland, wenn wir nur mal in unserem Land hier bleiben, viel mehr geworden als die reine Nahrungsaufnahme. Und alles, was eine gesellschaftliche Relevanz hat, gehört natürlich in die Medien. Und das wird dann auch dargestellt. Und ich prophezeie, es wird das bleiben, es werden sich Geschichten ändern, es werden sich Gesichter ändern, Darstellungsformen ändern, aber Essen und Trinken, ich sage jetzt nicht Kochshows, sondern Essen und Trinken wird in den Medien einen ganz wichtigen Platz behalten, weil es auch in unserem Leben ein ganz wichtiger Platz ist. Und wir Deutschen haben jetzt auch langsam begriffen, dass gutes Essen eine kulturelle Errungenschaft ist und dass es nicht nur darum geht, einen Teller voll zu haben und satt zu werden. Wie gut essen Sie? Wie wichtig ist Essen in so einem universitären Betrieb? Also im universitären Betrieb, die gute Mensa ist natürlich alles. Und als eine Wissenschaftlerin, die an sehr, sehr vielen verschiedenen Standorten Karriere gemacht hat, kann ich sagen, ich kann all meine Standorte aufzählen, wie gut war die Mensa und wie preiswert auch, zumindest bis zur professoralen Laufbahn, ist das natürlich auch immer eine Frage gewesen. Und ich würde jetzt leider sagen müssen, Bremen. Beste Mensa. Ja. Ich würde an zwei Dingen da... Wenigstens das kann man in Bremen, ne? Jetzt das war der erste Einwand. Aber an zwei weiteren Momenten einhalten. Ich war ja an der
Uni hier in Hamburg und habe in den Sie haben hier studiert. Ab an den 80er Jahren mal Mathematik und Philosophie studiert und das mit großer Leidenschaft und war auch immer mal in den verschiedenen Mensen, auch im Geomatikum gab es früher, ich weiß gar nicht, ob es noch gibt, in der Mensa und das war Katastrophe. Und ich hatte vor kurzem mal die Freude mit der Zeit, die Mensa anzugucken und auf Herz und Nieren zu treffen. Und ich kann nur sagen, das sind Unterschiede wie Tag und Nacht. Das hat eine unglaubliche Entwicklung gemacht ins Positive. Von den 80er Jahren bis jetzt? Von den 80er Jahren bis jetzt. Das Zweite, was ich aber sofort bei mir immer alle Alarmglocken angehen, ist, wenn ich das Wort preiswert höre. Wie definiert man das? Wenn wir heute Schweineställe zeigen und Hühnerfarmen zeigen und alles, ich kenne keinen, der nicht sagt, wie schrecklich. Aber dann fängt es sofort an, dann in der Mensa oder sonst wo oder am Supermarkt Dresen zu sagen, oh, was für 1,99 nehme ich aber gerne das ganze Kilo Schweinenacken mit, ohne dass man sich Gedanken darüber macht. Das ist so ein absurdes Verhalten, es ist ein kulturell geprägtes Verhalten. Warum ist das? Ist es wirklich kulturell geprägt? Jetzt kommen wir ja wahrscheinlich wieder die Franzosen, wo sie sagen, bei denen ist alles anders. Sie waren auch in Frankreich und haben da in einem Restaurant gearbeitet. Ist das wirklich so anders? Ich sage nicht, in Frankreich ist alles anders. In Frankreich ist es sehr viel traditioneller. Das heißt, die Innovation, die sie heute in Deutschland oder auch in Nordeuropa haben, die ist in Frankreich noch gar nicht so weit. Sei denn, Sie zahlen 350 Euro, jetzt bringe ich selber mal eine Zahl damit ins Spiel, aber in den Landgasthöfen, die ich dann auch kenne, haben Sie seit 30 Jahren die gleiche Speisekarte. Aber, jetzt kommt das Aber, wir alle kennen das, wenn wir in Frankreich oder in Italien oder in Spanien auf den Märkten sind, es duftet überall nach den ganzen Gemüsen, nach das und das Hühnchen, was man dort bekommt, das schmeckt einfach. Nun müssen wir die Sensorik wieder ein bisschen zurückfahren. Im Urlaub ist das alles immer noch ein Teil übertrieben. Der Wein, den man mitbringt, der schmeckt zu Hause nicht. Aber die sind bereit, für die duftende Pfirsich Geld auszugeben. Wir in Deutschland haben denselben Preis des Pfirsich im Supermarkt wie die Franzosen. Da ist aber schon der Transport drin, die Gewinnspanne des Handels drin. Also wissen wir, was für eine runtergerechnete Produktqualität wir haben. Und das ist das Riesenproblem, dass wir nicht bereit sind, das und top zu zahlen. Du warst aber doch das gestern müssen Sie unbedingt erklären. Warum schmeckt der Lugana am Gardasee besser, als wenn ich ihn mitnehme und ihn hier trinke und enttäuscht bin? Weil Sie entspannter sind. Ich bin immer entspannt. Dieter, du warst gestern in Paris, hast du gesagt, und hast wahnsinnig schlechtes Essen gegessen. Wie kam das? Es war eine entsetzliche Erfahrung in einer Universität. Ja. Aus einem Aluminium gefalteten irgendwas gab es Linsensalat und eine Lasagne. So hieß sie jedenfalls. Ja, ja, gut, aber per se können ja die Franzosen nicht besser kochen als die Deutschen. Die haben nur eine längere Tradition. Also wir gehen da immer ehrfürchtig hin und neigen unser Haupt in Asche. Aber warum eigentlich? Das müssen wir gar nicht tun. Aber auch das wird der Mediziner uns vielleicht besser erklären können. Unsere sensitiven Eigenschaften sind im Urlaub, wenn wir dort sitzen, wenn das Licht violett ist, wenn es nach Lavendel duftet, wenn vielleicht das Meer noch irgendwo leicht rauscht, dann kann der Fisch auch ein bisschen verbrannt sein und er schmeckt trotzdem köstlich. Wenn die französischen Schimmelbakterien über den Käse kriechen, da sind wir beim... Ja, aber der Unterschied ist, dass der Geruchssinn direkt ins limbische System geht. Und ich glaube, das geht an unserem Verstand vorbei. Und deswegen arbeiten ja auch Leute mit Gerüchen, man kommt irgendwie rein, es riecht toll, frisch, aha, da kann die vergammelte Banane liegen, ja, und ich glaube, oh, die ist aber frisch und ich denke gar nicht nach und kaufe direkt. Also das ist vielleicht auch ein Grund, das geht auf unserem, genau, unserem Bewusstsein. Das heißt, wenn ich also diesen Lugana genießen will und entspannt sein will, muss ich vorher eine Tüte rauchen, oder? Also, ich sag. Ganz kurz noch, Dieter hatte vorher eine steile These, als es um dieses neue Wachstum der Esskultur ging. Da ging es auch um die Psyche und um die orale Phase. Vielleicht haben wir darüber diskutiert. Das wäre natürlich jetzt etwas, ein ganz neues Thema, ob sich unsere Kultur auch von, so ähnlich wie wir das in der Psychologie, in der Psychoanalyse zumindest betrachten, möglicherweise auch in solchen Phasen entwickelt hat und dass wir jetzt in einer
regressiven Phase des Zurückkehrens in eine orale Phase sind. Das ist ja das, was das kleine Kind hat. Mit Sicherheit, Erziehung und Ernährung sind vom Wortstamm aus dem Altgriechen dasselbe Wort. Das heißt also, das sind ist dieselbe Grundlage. Deswegen sagte ich vorhin Hunger und Liebe. Und deswegen war die Besorgung, die Fürsorge, die Kultur der Fürsorge war die Grundtendenz der familialen Struktur, wenn es ums Überleben ging. Und das heißt also, Ernährung und Erziehung war die Hauptaufgabe des Patriarchen damals natürlich, dafür zu sorgen. Und deswegen ist das auch nicht zu trennen, wäre ein spannendes Thema. Deswegen ist das Wort Papa mit dem Wortstamm Pa auch der Ernährer. Ja. So, wo wir jetzt schon bei diesen wunderbaren Ausführungen sind, würde ich gerne jetzt zum Thema Freikörperkultur zurückkommen. Und da haben wir einen besonderen Gast. Eigentlich ist sie für eine andere Art von Kultur hier, aber ihr werdet jetzt mal eben erörtern, was es mit der Freikörperkultur auf dem Kiez, nicht direkt, sondern mit Stefanie Hempel auf dem Kiez zu tun hat. Ja, und da ist sie schon. Sie ist eigentlich allseits bekannt, aber was nicht bekannt ist, ist dieses, dass sie aus der DDR eigentlich ursprünglich gekommen sind. Und die Idee war, sie zu fragen, ob sie zu diesem Thema Freikörperkultur womöglich eine eigene Erfahrung beibringen können. In der DDR hat das ja eine andere Rolle gespielt, währenddessen wir vielleicht, ich habe eben das Wort Spießer gehört, im Westen Spießer, mehr spießerig waren oder wie auch immer, spießerhafter waren. Ja, nein? Ja, also natürlich, das war eine ganz natürliche Geschichte. Ich kenne das auch von fast allen Freunden der DDR. Natürlich sind wir damals mit der Familie, oft auch mit der direkten Familie, mit Oma, Opa, Tanten, Cousinen an die Ostsee gefahren. Und da wurde natürlich immer FKK gemacht. Also ich bin damit ganz natürlich aufgewachsen. Als wir in den Westen kamen, wurde das nie wieder gemacht. Dann. Das hat sich stark geändert. Wir hören jetzt, I saw her standing there. I saw her standing there. Warum das? So, ich muss mich mal eben einstöpseln hier. Genau, eigentlich bin ich nämlich als musikalischer Gast geladen und zum Thema Beatles und Kultur, Hamburg, Popkultur eingeladen worden. Denn ich bin seit mittlerweile 14 Jahren auf dem Kiez auf St. Pauli unterwegs und bin die Erfinderin der musikalischen Beatles-Tour. Habe da immer ein kleines Instrument dabei, ein hawaiianisches Instrument, das sehr praktisch ist, aber auch eine schöne Beatles-Verbindung hat, denn die Fans wissen immer, die Ukulele war das Lieblingsinstrument von George Harrison. Natürlich haben die Beatles in Hamburg auf dem Kiez, sie haben ja nirgendwo mehr gespielt als hier in Hamburg, Rock'n'Roll gespielt. Sie starteten als reine Rock'n'Roll-Coverband in Hamburg 1960 und fingen dann 1962 im Star Club an, die eigenen Songs auszuprobieren. Und jetzt spiele ich einen der ganz frühen eigenen Songs. Meine Tour ist interaktiv draußen auf dem Kiez. Mir wurde auch kurz vor der Show gesagt, dass ich zum Thema Wahnsinn eigentlich eingeladen wurde. Das heißt ja Wahnsinn als Methode, alles klar. Damals herrschte der Wahnsinn. Das Motto in den Hamburger Clubs war Mach Schau. Also wenn ihr wollt, könnt ihr gerne mitmachen. Bei diesem Song ist es noch sehr einfach. Der typische Beatles-Schrei, der geht ganz einfach. Woo! Mal sehen, ob man das hier zu sitzenden Menschen ins heiße Thalia bringen kann. I saw her standing there. Okay, 1, 2, 3, 4. Well, she was just a 17. Hey!
kriegt sie die erste kleine Dusche. Ich habe was von zu Hause mitgebracht. Und ich gehe auch noch mal einmal hier durch die Reihen, weil es ist ja ein verdammt heißer Tag hier. Normalerweise, also wir wollten Eiswürfel werfen, aber wer so ein bisschen noch Erfrischung braucht, gerne einmal die Hand heben. Wir kommen hier einmal lang. Dieter, guck nicht so, ist auch was für dich da. So, wenn du ein bisschen erfrischt bist, leg los. Sie auch? Oh, sie sehen so sehnsüchtig aus, hier unsere Gäste. So. So, nach dieser Erfrischung können wir weiter über das Reden reden, nämlich über Diskurskultur, die sich geändert hat durch Digitalisierung, durch das Internet und etliches andere. Frau Klein von Königslöw, wodurch hat es sich denn geändert? Manches hat sich geändert, manches ist gleich geblieben. Also, was gleich geblieben ist, wir sehen jetzt halt heutzutage, dass es weiterhin immer noch kleine Gruppen in der Bevölkerung gibt, die eher skeptisch sind gegenüber Neuem und anderen, eher fremdenfeindlich, rassistisch bis frauenfeindliche Gedanken haben. Wir können sie jetzt nur ein bisschen lauter hören, als wir sie lange Zeit hören konnten. Wir haben auch vielleicht jetzt auch an der Universität sie lange rausgedrängt gehabt, gar nicht mehr so bewusst wahrgenommen. Jetzt können wir uns davon nicht mehr verstecken. Was sich geändert hat jetzt durch das Netz und insbesondere natürlich die sozialen Netzwerke, sind einerseits psychologische, kognitive, emotionale Faktoren oder aber auch einfach das, was dann Michelle bestimmt die Aufmerksamkeitsökonomie nennen würde, nämlich die Art und Weise, wie soziale Netzwerke oder Inhalte in sozialen Netzwerken vermarktet werden. Entschuldigung, wie würde Aufmerksamkeitsökonomie. Aufmerksamkeitsökonomie. Es geht darum, dass, wenn es um die Frage geht, wie Inhalte sich verbreiten in sozialen Netzwerken, also dass heutzutage eher die Frage darum ist, wie erreicht man möglichst viel Aufmerksamkeit. Weil wir so viel Angebot haben. Das heißt, es geht nicht mehr darum, eben, dass die Leute das Buch kaufen und mit nach Hause nehmen oder die Platte oder die CD, sondern es geht darum, eben im sozialen Netzwerk, wo es unendliche Mengen an Inhalten gibt, die Aufmerksamkeit der Nutzerinnen und Nutzer zu sichern. Und das kann man am besten, indem man provoziert und harte Themen bringt. Da hören wir uns jetzt ein paar Beispiele an. Tommaso liest etwas aus dem Internet, was in diese Rubrik fällt, des Anpöbelns und der Hassnachrichten. Ja, Hass-Posts an Jakob Augstein, von ihm dann auf Twitter veröffentlicht. 17. März, 1.33 Uhr PM. Einfach deine Fresse halten, du antisemitische, islamistischer Hetzer. 14. Mai, 8.31 Uhr PM. Hahaha, du Nazischwein, hat wieder Schaum vorm Mund. Du bist das beste Beispiel für eine typische deutsche Drecksau. Wir Juden pissen auf dich, deutscher Drecksnazi. Oder ein bisschen später. Oh Gott, oh Gott, der böse Deutsche rettet also lieber sein Geld als Menschenleben. Ja, genau, im Gegensatz zu euch arroganten linken Hurensöhnen muss nämlich der normale Deutsche hart für sein Geld arbeiten und sieht das besser bei seinen Kindern und Enkeln aufgehoben und in unserem maroden ehemaligen Deutschland aufgehoben, anstatt es irgendwelchem Gesocks und Verbrecherpack aus aller Wett in den Arsch zu schieben. Aber nee, der feine Herr Augstein und sein grün-linkes Rattenpack lässt lieber zum Dank unsere Kinder bestialisch ermorden, uns ausrauben, verhöhnen und das Musulmanen-Alk hier genauso hausen, wie sie es von zu Hause kennen. Ja, nee, ist klar. Mal sehen, abgesehen davon, dass wir seit zig Jahren Milliarden um Milliarden von unserem Geld in aller Welt verschenken. Ja, so viel dazu. Mhm. Aus dieser Runde auch schon mal betroffen gewesen von solchen Hass-Mails? Mir wurde sehr, sehr, sehr nahegelegt, damals, als ich in die Schweiz gegangen bin, als Deutsche mich niemals öffentlich zu meinem Fachgebiet, das ist politische Kommunikation, im Fernsehen zu äußern. Weil das die sofortige Reaktion wäre, wenn ich das wagen würde als Deutsche. Ich habe es nicht getan, insofern ist es bis auf irgendwelche eher sexistischen Äußerungen, die jetzt nicht in diese Kategorie fallen, sondern bisher relativ ruhig geblieben, aber vielleicht ändert der heutige Abend das ja. Interessant. Interessant daran ist ja, dass es wirklich von allen Seiten und dass dieselbe Person aus mehreren Ecken und unterschiedliche Ecken wiederum gestellt wird. Wie viel Aufmerksamkeit kriegen solche Tweets denn überhaupt? Oder sind die in der Masse der Beschimpfungen, geht das langsam unter? Da kommt jetzt die Frage, Aufmerksamkeit seitens desjenigen, der beschimpft wird.
da kann man zwar versuchen, das irgendwie leise zu stellen. Es gibt inzwischen auch Tools, mit denen man dafür sorgen kann, dass der eigene Stream sauber bleibt, im Sinne von, dass diese Posts gar nicht erst erscheinen. Wie entscheidet ein Tool, ob das ein Tweet ist, der unsauber ist? Auf Basis bestimmter Wörter, auf Basis bestimmter Stile und dann bestimmter Absender letztendlich. Mhm. Darauf läuft es hinaus. Wenn es um die Frage geht, wie viel Aufmerksamkeit erreicht das insgesamt in den sozialen Netzwerken, leider immer noch sehr, sehr viel. Das heißt, ich muss lauter schreien, um gehört zu werden? Das scheint die Wahrnehmung mancher Menschen zu sein und manche Menschen lassen sich das auch technisch unterstützen, damit sie lauter schreien können als andere, indem sie eben die gefürchteten Bots nutzen. Aber ja, also sie haben das Gefühl, erstens, wenn sie laut schreien, werden sie auch sehr schnell gehört. Es reagieren die Leute darauf, es wird geteilt, es wird auch versucht, Gegenrede zu leisten. Das erregt Aufmerksamkeit und ist beliebt. Also in der Psychologie spricht man davon, dass das Beziehungs- und Kontaktstörungen sein können. Und eins darf man niemals machen, Beziehungs- und Kontaktgestörten eine Antwort geben, denn dann geht das immer so weiter. Gilt das grundsätzlich hier auch oder würden Sie das... Lange Zeit hat man gesagt, don't feed the trolls. Das war der Grundsatz, den es immer gab. Bloß nicht in irgendeiner Form in Kontakt treten, darauf eingehen, das provoziert nur noch mehr. Heutzutage ist die Befürchtung, dass wenn man sich daran festhält, an diesem Grundsatz einfach nicht in Kontakt treten, dass dann auf Dauer alle anderen Stimmen im Netz irgendwann schweigen werden, weil das dann will sich niemand mehr dem Ganzen aussehen. Insofern wird heutzutage wäre die Strategie immer eher zu sagen, eben tatsächlich Gegenrede zu leisten, zu melden auch, um dafür zu sorgen, dass eben bestimmte Stimmen dann auch zumindest übergangsweise mal zum Schweigen gebracht werden, aber eben tatsächlich Gegenrede zu stellen, um für all diejenigen, die Dritten, die mitlesen, damit die merken, dass das jetzt nicht der Ton ist, den wir haben wollen, wenn wir im Netz diskutieren. Dunja Hayali vom ZDF, die hat ja auch gerade das Bundesverdienstkreuz bekommen. Die ist ja auf eine besondere Weise mit diesen ganzen Hasskommentaren umgegangen. Wie hat die das gemacht und ist das was, wo Sie sagen, das ist der richtige Weg? Sie meinen, in den direkten Austausch zu gehen und auch tatsächlich eben das Gespräch zu suchen. Also Teile, weswegen das Phänomen so hochkocht jetzt, ist ja das, was wir die digitale Enthemmung nennen. Nämlich die Tatsache, dass uns das Gegenüber fehlt, vielen Menschen das direkte Gegenüber fehlt und dass sie deswegen all das, was man mühsam gelernt hat in der Kindheit an Normen, wie man sich miteinander umgeht und verhält, dann ablegen in dem Moment, in dem sie ihr Gegenüber nicht mehr sehen und einfach blind reintippen. Und da ist es natürlich, gibt es ja nicht nur Sie, sondern viele andere, die das probiert haben, denn in den Kontakt zu suchen und tatsächlich mal von Angesicht zu Angesicht mit Leuten zu reden, ist tatsächlich eine Strategie, die für diesen einen bestimmt was bringt, im Sinne von das Gespräch auf eine andere Ebene zu heben, einfach. Wir haben das Gefühl, dass in diesem Zusammenhang Social Bots oder Trolle eine Rolle spielen. Können Sie erklären, was das ist? Social Bots sind zunächst einfach Mini-Computerprogramme, wo letztendlich jeder von Ihnen sich eins runterladen könnte und das programmieren könnte. Das ist ganz einfach. Sie müssen einfach nur eingeben, auf welche Wörter soll der reagieren, auf welche, was soll er dann machen? Soll er einen Link setzen zu einer bestimmten Informationsseite? Soll er was liken? Soll er was teilen? Das ist ganz einfach programmierbar, kann man sich runterladen und eben dann nutzen, um die Aufmerksamkeit in den sozialen Netzwerken zu steuern. Aufmerksamkeit auf bestimmte Themen zu lenken, auf bestimmte Informationen oder auf bestimmte Akteure. Tun Politiker das? Selbstverständlich tun Politiker und das. Wie? Sie tun das in unterschiedlicher Form und unterschiedlicher Weise. Letztendlich ist auch jeder Politiker, der nur einen Bot annutzt, um zu wissen, wo über ihn geredet wird, das ist auch schon ein Bot. Einfach nur ein Bot, der das ganze Internet, die Millionen, Milliarden Textbeiträge, die da gemacht werden, durchsucht. Wann fällt sein Name oder wann fällt für ihn ein wichtiges Thema? Das ist auch schon ein Bot. Das ist jetzt einer, den wir nicht so negativ besetzt sehen, weil es nur einer ist, der Informationen heranholt und nicht einer, der versucht, Informationen und Aufmerksamkeit gezielt zu verteilen. Aber in der Form, würde ich sagen, wäre jetzt zumindest ein entsprechend ausgerüsteter, also ein ressourcenstarker Politiker oder eine ressourcenstarke Politikerin dumm, wenn sie das nicht täte. Der Mann mit der Locke hat vor nicht allzu langer Zeit Folgendes abgesetzt. North Korean leader Kim Jong-un just stated that the nuclear button is on his desk at all times. With someone from this depleted and food-starved regime, please inform him that I too have a nuclear button, but it is a much bigger and more powerful one than his, and my button works.
Ist das jetzt die Überleitung dazu, dass überwiegend Hasskommentatoren männlich sind? Oder? Weiß ich nicht. Und dass es viel darum geht, Gefühle der Unterlegenheit und der Angst zu verarbeiten, indem man dann eben wütend wird und beschimpft. Also das ist ja ungewöhnlich, das ist schon klar. Aber gibt es das in Abschattierungen im politischen Feld auch? Wird das die Zukunft sein, so miteinander umzugehen? Oder haben wir es hier einfach nur mit ein paar Irren zu tun? Ich gehe momentan stellt Donald Trump alles auf den Kopf, was an politischer Kultur sich über die letzten Jahrzehnte eingeschliffen und etabliert hat. Ich glaube schon, dass viele Länder ihr Möglichstes tun werden, um zu verhindern, eine solche schwer zu steuernde, sehr volatile, sehr gefährliche Figur an der Spitze zu haben. Aber verhindern, dass so etwas passiert, kann man jetzt nicht sagen, dass es in Deutschland unmöglich ist. Es gibt ja auch Folgen für den Journalismus durch die Existenz sozusagen dieser Möglichkeiten, frei zu kommunizieren. Man macht irgendwo ein Foto an einer Ecke, wo irgendwas passiert ist und schon ist man ein Journalist, aber ohne Qualitätskontrolle. Was für Veränderungen haben Journalisten jetzt zu gewärtigen durch diese Entwicklung? Ist das da schon angekommen als Thema? Natürlich ist das im Journalismus angekommen als Thema. Ich meine, am stärksten ist im Journalismus angekommen als Thema, dass er neue Vermarktungsformen finden muss, neue Möglichkeiten finden muss, um ein sicherzustellen, dass er sich journalistische Recherche, journalistische Qualitätskontrolle auch leisten kann. Momentan sehe ich schon in manchen Medienunternehmen, zumindest im Zusammenhang mit sozialen Netzwerken, die Strategie, sich zu sehr von denen abhängig zu machen und deren strategischen Entscheidungen, welche Inhalte sie jetzt gerade mal pushen oder welche Inhalte gut laufen, auf bestimmte Themen zu setzen in den sozialen Netzwerken, die halt dort viel Aufmerksamkeit erzeugen und dann damit aber Gefahr zu laufen, dass sie auch von den Seiten der Rezipientinnen und Rezipienten gar nicht mehr als Qualitätsmedien so sehr wahrgenommen werden. In meiner eigenen Forschung schaue ich mir an, warum Leute bestimmte Beiträge in sozialen Netzwerken auswählen, um sich zu informieren. Und da kann ich jetzt schon sehen, dass die Leute zwar noch ganz klar sagen bei der Bild-Zeitung, ach, das lese ich eher nicht. Auch bei FAZ und SZ ist es noch, oh ja, Qualitätsmedium, aber so unbekannte Blogs, die so ein bisschen auch aussehen wie ein Qualitätsmedium, die kriegen jetzt erstmal the benefit of the doubt. Das schauen wir mal, das könnte auch lesenswert sein. Wir reden jetzt nur von den persönlichen Tweets und Angriffen. Wenn man mal sieht, was diese Plattformen dann für eine Macht haben, wie TripAdvisor oder Booking.com, dann wird das natürlich auch verbrämt, als wäre es eine objektive Qualitätsauszeichnung. Aber es ist alles gesteuert. Und das ist natürlich brutal. Und es hat unglaublich große wirtschaftliche Auswirkungen auf Betriebe, die das Überleben sogar in Frage stellen können. Und wir haben eine Sendung gemacht, oder 5, 6 Sendungen, darüber und versucht herauszufinden, was das für Leute sind und haben die genau diesen Qualitätsanspruch, können die das bewerten und beurteilen? Und bei keinem, man kann die Adressen, auch wenn sie anonym sind, schon rausfinden, das ist uns auch gelungen. Und wir haben sie dann anonym überführt damit. Und bei keinem war irgendwo auch nur der Ansatz einer Kenntnis der Materie vorhanden. Aber die wirtschaftliche Auswirkung für den Betrieb ist existenzgefährdend. Das bezog sich auf Restaurants. Ja, genau. Ja. Das ist das, was ich beurteilen kann. Was heißt anonym überführt? Was haben Sie genau gemacht? Naja, wir haben die Adressen raus. Das heißt ja dann Honey6638 oder wie auch immer. Man denkt, das ist irgendwas Schlüpfriges, aber sind dann irgendwelche anonym. Und die posten dann in einer Stadt bei einem Plattform wie TripAdvisor ganz böse Kommentare und am liebsten über 3 oder 4 Restaurants. 2, 3 lassen sie hochleben, um den Anschein der Objektivität zu machen. Und die anderen bringen sie damit natürlich im Ranking absolut nach unten. Und wir lesen alle nur noch Headlines. Das heißt, uns interessiert nur noch die erste Seite, die kommt. Also Wissen kommt über Wikipedia, weil es immer auf der ersten Seite irgendwo draufsteht. Das ist nur noch eine Schlagzeile. Wir gehen nicht mal auf die 10. Seite, wenn man was nachguckt oder holt ein Buch mal zur Hand und gucken nach. Und genauso ist es natürlich dann bei diesen Plattformen. Es gibt ja ganz viele dieser verschiedenen Anbietern. Und das ist eine unglaubliche Marktmacht. Und das wird natürlich von einzelnen Menschen gesteuert. Und die nehmen sich bewusst vor, die goldene Kanne platt zu machen. Und das ist natürlich kriminell. Das ist ja aber nicht TripAdvisor. Nein, natürlich, das ist nur die Plattform. Verschwörungsmäßig genau. Das weiß ich. Das ist du genau. Kannst das genau. Auf TripAdvisor genau. Machen. Das ist die Frage. Mit ja. Dem ja. Restaurant, auf das du keinen genau. Bock hast. Genau. Ja. Aber das ist ein Unterschied. Einzelne weil dahinter, oder ich finde das unsere Diskussion ein bisschen nervig, weil wir sind hier alle arrivierte
wohlhabende Leute und reden über, ob sich die Küche verändert. In Wirklichkeit werden endlos Tiefkühlprodukte gekauft. McDonald's hat in jeder Stadt 10 Filialen. Wovon leben die denn eigentlich, wenn keiner da ist? Also ich finde das ehrlich ein bisschen komisch. Ich finde es ehrlich ein bisschen komisch. Es gibt Tausende von Menschen, die nicht genug zu essen haben. Und diese Problematiken, die wir hier diskutieren, glaube ich, Herr Experte, hauptsächlich Marketing. Es geht hier um Marketing, um Verkaufen. Wir leben in einer Verwertungsgesellschaft und wir werden verwertet bis zum Ende. Und die Menschen, die sich dagegen nicht wehren können, das letzte Drittel, ist völlig im Arsch. Und ihr alle kümmert euch kein bisschen um die. Das ist euch völlig wurscht. Die Huren aus Bulgarien, die Menschen, die irgendwo als Sklaven den Dreck wegmachen, das kriegen wir als Fernsehbericht. Das tut uns dann einmal kurz weh. Aber wenn wir dann 10 Euro mehr bezahlen müssen für das eine oder das andere, ist die Solidarität sofort vorbei. Ey, seid doch still und lasst die Welt laufen und hört auf mit diesem intellektuellen Geplänkel. Weil das ist nämlich nicht das Problem, ob wir jetzt Airbnb haben oder ob wir TripAdvisor haben oder Booking.com. Das ist eben alles sehr praktisch, Spotify, was weiß ich. Was wäre denn jetzt dein Ansatz? Mein Ansatz wäre der, dass man versucht, das echte Problem, was wir Menschen haben, nämlich, dass wir scheiße miteinander umgehen, dass wir sehr egoistisch sind, was vielleicht das Gesellschaftssystem ist, das weiß ich nicht genau, aber da müssen wir was ändern. Wir müssen den Umgang miteinander ändern und wir müssen offener werden für ganz andere Ideen. Aber das stimmt ja jeder zu, aber das hat ja auch entstehen. Eine praktische Seite. Ja. Wie steigen Sie denn da ein, um das zu machen? Also bei mir speziell ist es so, dass meine Welt, mein Club, funktioniert anders. Wir haben sehr flache Hierarchien, wir reden miteinander, wir behandeln uns gut, wir haben wenig Kontrolle, aber auch die Menschen, die arbeiten, bescheißen mich nicht, sondern es wird da eine Welt aufgebaut, die inspirierend ist. Und die Gäste, die kommen, sollen bitte auch was mitnehmen davon. Die sollen berührt werden, die sollen sich freuen, die sollen Emotionen haben und die auch rauslassen. Und das tun sie auf der Tanzfläche. Und je besser unsere Künstler arbeiten, die Musiker auf der Bühne oder die DJs oder die Lichtleute, umso besser wird so eine Inspiration irgendwie geschaffen. Und für die ganzen normalen Leute, geht mal in Heidepark Soltau oder so, guckt euch mal Normalkultur an, was den Leuten da serviert wird. Das habe ich auch, als meine Kinder noch klein waren, öfter mitgemacht. Und ich habe immer gedacht, Mann, wieso gebt ihr denen so einen Scheiß? Warum gebt ihr euch nicht mehr Mühe? Und das sehe ich meiner Ansicht nach als das entscheidende Problem. Herr Clement, ist das Marketing? Darüber würde ich jetzt gerne noch mal zwei Sätze diskutieren, bevor wir diese Diskussion an dieser Stelle abwürgen, weil ich finde das interessant. Nur ich frage mich, wir sprechen ja gerade über eine ausufernde Diskussionskultur im Netz, das war ja unser Ausgangspunkt, wo eben genau das, was Sie sagen, das gute Miteinander umgehen, kein Thema ist an vielen Stellen. Aber wenn wir jetzt aufs Netz schauen, ich würde es mir gerne einmal wissen, Sie sagen ja, das Übel ungefährlich ist eine Art soziale Utopie, was den Umgang miteinander angeht, was die Gästekultur angeht, aber es kommen ja auch viele Menschen. Also sozusagen, um nochmal zu diesem Thema soziale Medien und wie gehen wir mit einer besseren Miteinander-Diskussionskultur um? Wie können wir denn da ansetzen? Ja, meiner Ansicht nach ist es so, die ganze Linksliberale, die haben versagt. Die haben einfach nicht gemacht, was sie 30 Jahre lang erzählt haben. Weder haben sie Umweltschutz gemacht, noch haben sie sich um die sozialen Schwachen gekümmert, sondern das haben wir immer nur vor uns hergetragen. Ich schließe mich da auch mit ein. Aber das ist jetzt eine politische Anklage. Ja, aber die Trolle im Netz, das ist doch genau das. Wir sind eine Gesellschaft, die davon lebt, dass die Leute frustriert sind. Weil sie werden frustriert durch die Verwertungsarbeit. Entweder ist es langweilig oder es ist doof. Ne? Und dann gehen sie kaufen, weil sie frustriert sind. Das alles treibt es an. Und dagegen wehren sich vielleicht dumme Menschen, indem sie einfach rauskotzen. Und da haben sie jetzt ein Medium gekriegt, wo sie das machen können. Und wir alle können uns nicht mehr vor denen verstecken. Wir müssen uns das anhören. Sonst sind wir einfach nicht nach weiß nicht wo gegangen, wo man nämlich, wenn man mit dem falschen Anzug durch die Straße läuft, einfach weggescheucht wird. Und jetzt tragen die uns das ins Wohnzimmer. Und wir sind alle erregt und furchtbar. Jetzt müssen wir uns das anhören.
Okay, also wenn ich das nochmal richtig zusammenfassen darf, so wie ich es verstehe, Sie sagen, das ist gar keine Katastrophe, sondern das ist ein Schrei all der Menschen, denen wir zuhören müssen und uns damit auseinandersetzen müssen, unsere gesellschaftliche Kultur zu verändern. Genau, wenn wir... Okay. Genau. Sehr eingeschränkt sehen, weil eben natürlich man nicht vergessen darf, dass hinter einem großen Teil dieser Kommentare, die wir dort sehen, sich ja auch nur Marketingstrategien verbergen. Okay. Also, ja, ne, ja. Dass es gar nicht um tatsächlich ernsthafte Interessen, ernsthafte Probleme oder Ähnliches geht, sondern eben nur darum, Aufmerksamkeit zu erzeugen, die man entweder direkt verkaufen kann als Werbeeinnahmen oder eben zumindest als politische Aufmerksamkeit dann umsetzen kann. Also insofern. Okay, ja, da stimme ich aber zu. Da würde ich dann schon immer gerne differenzieren wollen zwischen da den Orten, wo es tatsächlich auch Sinn macht zuzuhören, weil man da aufmerksam werden kann auf Probleme, die wir tatsächlich dringend angehen sollten, und wo es eigentlich nur darum geht, auch wieder Geld zu machen. Ja. Und ja, Mann. Eine steile These. Ja, ich habe jetzt mal einen reingehauen. Ist natürlich auch schön. Aber am Ende des Tages ist eine steile These auch immer gut geeignet, um Aufmerksamkeit zu attrahieren, um einfach ein Thema loszutreten. Und das kann man jetzt so machen, dass man vielleicht nochmal Aufmerksamkeit jetzt neu generiert. Aber das Schöne an Social Media ist ja das erste Wort des Themas, nämlich Social. Ein Stück weit ist das einfach demokratisiert worden. Mhm. Jeder Hans und Franz kann zu allen möglichen Themen was sagen. Er kann den initialen Post geben, aber er kann auch auf jedem anderen draufdreschen oder es auch vernünftig, rational, durchdacht formulieren. Eigentlich ist es eine wunderbare Sache. Und dass natürlich auch Marketing damit gemacht wird, ist auch klar. Aber jeder Einzelne von uns, wenn er dann auf Facebook irgendwas postet, denkt doch eigentlich auch darüber nach, wenn ich jetzt dieses Foto poste, bin ich dann eigentlich immer noch cool oder ist das vielleicht schon ein bisschen peinlich? Insofern machen wir auch Selbstmarketing. Ich finde diese Social-Media-Thematik großartig, weil es eine Demokratisierung ist, aber es spült eben natürlich auch die Bereiche hoch, die wir vielleicht nicht so gerne demokratisiert gesehen hätten, aber so ist es eben im Leben. Und wir hatten noch das Thema Journalismus. Also wer ist jetzt eigentlich die Instanz, die das alles durchschaut und ordnet für uns als Konsumenten und Zuschauer? Aber natürlich ist das ein reziproker Prozess. Deswegen ist auch die Frage, nun Social Media oder wir, ist natürlich völlig absurd. Natürlich muss man sich Diskussionen in den sozialen Netzwerken angucken und auch damit umgehen. Gleichzeitig darf man sich nicht von ihnen steuern lassen. Aber das kann man so, das ist ja gar nicht so einfach zu trennen. Gibt es denn Thema öffentlich-rechtliche Medien, normales Fernsehen, wie ich das als Kind noch kennengelernt habe, was natürlich heute viele gar nicht mehr so linear gucken. Wird es das in 10, 20 Jahren noch geben? Ich glaube nicht. Nee. Aber das sehen wir auch schon, die Zugriffszahlen bei den Öffentlich-Rechtlichen, das lineare Fernsehen, das schreitet den gleichen Weg wie die anderen traditionellen Medien. Es wird sozusagen auf Abruf passieren. Ein lineares Fernsehen, ich sag mal, die Fußball-WM, leider ohne Holland, aber die Fußball-WM, die wird natürlich, das ist ein Live-Event, das wird Massen ziehen. Solche Events wird es weiterhin geben. Aber ob ich jetzt den Tatort, warum, also dieses 20.15 Uhr Sonderabend-Tatort, ich gucke es eh nicht, aber es ist doch einfach nervtötend. Ja? Und insofern, das wird völlig wegfallen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Macht der Fernsehsender über die Programmierung nachhaltig bestehen bleibt. Das ist auch gut so. Die Vielfalt hat zugenommen. Es gibt Netflix, es gibt Amazon. Wir können auf viele neue Inhalte zugreifen. Und es gibt natürlich die Öffentlich-Rechtlichen, die natürlich auch tolle Inhalte machen. Oder auch das war das richtige Stichwort. So, und da kam Beethoven dazwischen. Genau. Und jetzt geht's weiter. So, von Beethoven direkt zu den Beatles. Nie war der Übergang schöner. Stefanie Hempel jetzt nochmal. Herr von Waldenfels, gibt es eine Band, die in Ihrem Herzen so einen dicken Platz hat wie die Beatles im Herzen von Stefanie Hempel? Gab es früher die Rolling Stones? Hört man mich? Ja. Aber jetzt inzwischen nicht mehr, weil ich so viele Bands konsumiere durch meine Arbeit, dass das da schwer fällt, so ein Fan sozusagen zu sein, dass man das auch alles nachspielen kann. Sie hat ein tolles Stück ausgesucht.
mich sehr gefreut, das zu hören. Ja. Ganz toll. Auch aber die Doors liebe ich auch sehr, zum Beispiel. Stones, Doors, ja. Gibt es Bands, wo Sie sagen, die sind eigentlich erst im Übel und Gefährlich so richtig gefährlich geworden, was das Publikum angeht? Ah, das würde ich, nein, das würde ich nicht sagen. Nein, das würde ich uns überschätzen. Nein, aber wir versuchen zumindest Bands zu holen, die, oder Plattform zu sein für Bands, die schon bestimmte Dinge aussagen. Also haben eigentlich, glaube ich, noch nie Schlager gemacht oder so, sondern es geht schon immer darum, Singer-Songwriter. Mir lag auf der Zunge jetzt zu sagen, die letzte Band, die mich wirklich berührt hat, die hieß Iron and Wine. Und das ist so ein sehr softer amerikanischer Folk-Sound und das war großartig. Und wenn ich sowas in meinem Club habe, ja, schmilzt sich dahin. Sehr gut. Das Wort Club ist ja so ein bisschen eins, wo man denkt, geschlossene Gesellschaft, so vom Ursprung her, wenn man jetzt mal in die englischen Clubs kommt, da kommen nur bestimmte Leute rein. Sie sagen ja, wir wollen nur eine bestimmte Art von Musik. Wollen Sie auch nur eine bestimmte Art von Publikum? Nein, auf keinen Fall. Wir sind schon für fast alle da. In letzter Zeit wird das immer sehr überstrapaziert. Aber natürlich, wir sind nicht für Nazis da und wir sind auch nicht für so dumme Leute da, die solche Sachen glauben. Und wenn da die falschen Klamotten getragen werden, es gibt da so ein paar Marken, die Leute kommen bei uns nicht rein. Nein, genau. Aber also, das ist relativ der einzige Ausschlussgrund. Klamotten, die auf eine bestimmte politische Haltung am rechten Rand schließen lassen. Ja. Gibt es ansonsten ein Aussortieren, sage ich jetzt mal extra überspitzt, ein Aussortieren von Menschen anhand der Kleidung, die sie tragen? Nein, auch nicht. Ich möchte das am liebsten so formulieren, dass es der Club-Gedanke, also dass dieses Geschlossene, eher dafür steht, was wir produzieren. Mhm. Ja? Also dass das eben begrenzt ist und wir uns da nicht von Erfolg oder natürlich sind wir auch davon abhängig, ein volles Haus zu haben, aber es kommt nicht hauptsächlich darauf an, dass das Haus voll wird, was bei uns spielt, sondern wir möchten gerne eine bestimmte Kultur vorantreiben, so ähnlich wie ich das vorhin beschrieben habe, also eine Art Gegenwelt zu bauen. Das ist natürlich auch leicht. Es ist viel leichter, nachts eine Gegenwelt aufzubauen, als tagsüber im Restaurant, wo ich meinetwegen, ne, wo Kellner laufen müssen mittags und wo es auch kein Sprechen gibt, wo in der Küche auch mal geschrien wird. Das kann ich alles durchaus nachvollziehen. Also es ist bei uns leichter mit Musik und wir sind alle ein bisschen betrunken abends. Da fällt es leichter, Spaß zu haben. Aber darum geht es ein bisschen, das zu demonstrieren. Ich fand es ganz gut. Ich habe mich sehr geärgert, darf ich ein bisschen ausholen? Ich habe mich sehr geärgert über die Entscheidung von Berlin, damals die Love Parade an ihrem Peak sozusagen wegen kleinlicher Müllproblematiken. Ne? Also eine Stadt kann sich schon mal 200.000 Euro Müllgebühren leisten. Daran muss so eine Party nicht scheitern. Und das war für mich befreiend zu sehen, dass deutsche Menschen in Millionen, also in Masse, so gefeiert haben. Auch wenn es ein bisschen peinlich, vielleicht ein bisschen prollig gewesen ist, fand ich es einfach großartig und ich habe mich sehr, sehr, sehr darüber geärgert, dass das alles nicht mehr stattfinden durfte. Wobei mit der Love Parade natürlich jetzt auch ganz viele andere Assoziationen, eher tragische, einhergehen. Naja, aber das war ja später, weil es eben verboten wird, weil man die an den Arsch der Welt irgendwo schickt, an einen Güterbahnhof und dann auch noch, weiß nicht, 40 inkompetente Menschen, die einfachsten Dinge nicht verstehen. Dass man Leute nicht durch so einen Tunnel schickt, hin und zurück, ey. Klar, aber die Kausalität dessen, was da passiert ist, wird natürlich jetzt immer noch aufgearbeitet. Ob es so einfach ist, diese Schuld. Du hättest in Berlin an der Siegessäule weiterhin stattfinden dürfen, wäre das bestimmt nicht passiert. Wahrscheinlich das nicht, aber möglicherweise andere Dinge. Aber Sie sagen auf jeden Fall, dass Sie finden das sehr schade. Die Hamburger Clubkultur ist in der Stadt ein großes Thema. Die sei in Gefahr, sagen viele. Sagen Sie das auch? Ja, das sagen wir so. Es wird immer Menschen geben, die auch ohne städtische Unterstützung oder so sowas machen. Das Problem ist, es gibt keine Bühne, keine Theaterbühne, überhaupt keine Bühne, die es schafft, wirtschaftlich zu arbeiten. Es ist einfach teuer alles. Und man braucht viele Leute, man braucht viel Technik. So, aber von uns wird das erwartet.
Ne, wir sollen irgendwie Musikstadt Hamburg, da soll richtig was passieren und wir bekommen echt wenig Unterstützung. Und um das anschaulich zu machen, sag mir mal, warum wurde die Elbphilharmonie gebaut? Hatte irgendjemand in dieser Stadt einen Plan, ey, wir möchten gerne in dieser Stadt das tollste Konzerthaus der Welt bauen, lass uns jetzt damit anfangen. War das so? Nein, das war nicht so, sondern da haben 5 Firmentypen zusammengesessen und die haben sich überlegt, wie kriegen wir das am besten hin. Okay, also wir haben jetzt ja niemanden hier für die gute Gegenrede, nein, sozusagen, genau, okay. Es sei denn, Sie sagen, wie ist denn Ihre Haltung dazu? Elbphilharmonie oder Clubs, ist das wirklich die Frage oder ist die Frage... Ich muss dazu sagen, ich war noch nie in der Elbphilharmonie, ich war aber schon im Übel und Gefährlich. So, dafür also, ist es schon mal ein Applaus wahrscheinlich. Trotzdem habe ich natürlich das große Glück, dass ich erst vor 1,5 Jahren nach Hamburg gezogen bin, zu einem Zeitpunkt, wo sozusagen die ganze politische Diskussion um das Projekt schon mehr oder minder abgeschlossen war und ich einfach nur sehen konnte und sagen konnte, wow, das sieht aber toll aus. Man fährt mit dem Zug rein und denkt sich, wow, was ist das denn? Trotzdem bin ich jetzt persönlich jemand, der zwar klassisch erzogen worden bin, aber eben inzwischen eher lieber in Clubs geht, weil ich auch gerne lieber andere Sachen höre und mein Mann Musiker ist, der nicht in der Elbphilharmonie spielen wird jemals. Ja. Insofern glaube ich, dass eine Stadt wie Hamburg sich beides leisten können muss. Einfach, weil das dazugehört und weil wenn, also das ist mit deswegen ich in Hamburg bin, weil ich eben hier die Vielfalt erwarte und mir auch hoffe. Von klein bis groß bis klassisch. Herr Clement, Herr Rach, ja, sofort. Ich würde gerne noch einmal ganz kurz ein paar Stimmen von Ihnen auch mal dazu hören. Ist das eigentlich auch eine Diskussion, die, wie Herr von Waldenfels eben bei unserem anderen Thema gesagt hat, so ein bisschen eigentlich an dem, was wichtig ist, vorbeigeht? Oder sagen Sie, nee, das stimmt, das ist ein Punkt, da stimme ich zu, das eine ist wichtiger oder beides kann nebeneinander existieren? Also ich würde Sie dürfen ruhig mal fachfremd argumentieren, also als Mensch. Das kann ich nicht. Ich würde es gar nicht gegeneinander setzen. Ich verstehe die Problematik da drin gar nicht. Ich finde es relativ spießig, dass du nach staatlicher Subvention rufst. Also das, finde ich, ist der einfachste Weg. Da ist Unternehmertum gefragt und Kreativität gefragt. Und das ist es, worauf es ankommt. Die Diskussion um die Elbphilharmonie ist eine ganz eigene Diskussion. Sich damit übel und gefährlich auseinanderzusetzen, kriege ich nicht übereinander. Okay. Aber das, was du vorhin da eingeworfen hast mit den gleichen Bezahlungen, das sind so uralte Hüte. Wir haben 88 damit angekommen, ich frisch von der Uni, Philosophie und alle sind gleich. Alle Köche haben dasselbe Geld verdient. 2000 Mark war das damals. War unglaublich viel, weit über Tarifgehalt. So, nach einem Dreivierteljahr musste ich es über den Haufen schmeißen, weil der eine hat für 4000 Mark gearbeitet, der andere hat für 750 Mark gearbeitet. Und das konnte man den Leuten nicht machen. Aber das sind ganz andere Diskussionsrunden, die wir da führen, hatten nichts mit dem Wahnsinn und Kultur oder wie wir das nennen zu tun. Also dazu freies Unternehmertum, super. Dann sag mal, hier der Intendant vom Thalia Theater, gib dem mal diese Aufgabe bitte und dann guck dir nächstes Jahr das Programm an. Und zur Elbphilharmonie ist ja wohl so, dass städtisches Geld in nicht unerheblicher Höhe da hineingeflossen ist, ohne dass es eine kreative Idee von irgendeinem der politisch Verantwortlichen Kulturleute gegeben hätte, Hamburg dieses... Also was mir fehlt, ist diese Idee. Ich würde mich darüber freuen. Ich habe nichts gegen die Elbphilharmonie, auf keinen Fall. Aber wenn ein Musikclub nach Geld fragt, dann gibt es 100.000 Euro im Jahr für oder 150.000 Euro im Jahr für 140 Clubs. Okay. Hey, ist alles, wenn einem das nicht wichtig ist, sozusagen, dann lässt man das. Wenn man aber Musikstadt Hamburg macht, dann sollte man sich tatsächlich auch um beides kümmern. Aber nun hat sich ja auch in den vergangenen Jahren, natürlich hat sich die Clubszene auf dem Kiez verändert, aber es gibt inzwischen das Reeperbahn-Festival, wo es ja auch um Clubkultur geht und viele andere Dinge. Wie hat sich denn aus Ihrer Sicht eigentlich jetzt so, mal ganz in Kürze, die Clubszene, Sie beobachten sie schon lange, Sie sind im Hamburger Clubkombinat, wie hat sich das ganz so unter dem Brennglas verändert? Naja, das sind auch da, also letztendlich ist es so ein bisschen so ähnlich wie mit diesen Internetfirmen, also auch die Idee des Reeperbahn-Festivals ist nicht eine Clubgeburt, sondern es ist eine Agenturgeburt. Da haben Leute gesessen und sich überlegt, hey, wie kriegen wir A, staatliche Förderung und B, ein großes Festival irgendwie zusammen. Und dann haben die uns sozusagen
rekrutiert und uns Angebote gemacht, genauso wie, wie die großen Internetplattformen, dann die Hotels. Ja, ist das wirklich? Das finde ich, wenn das gut durchgeführt wird, finde ich es okay. Aber ich finde es schade, dass das ganze Augenmerk auf diesem Leuchtturmprojekt liegt und dieses Leuchtturmprojekt gar nicht entstehen könnte, wenn es nicht vorher 10, 15 Jahre gegeben hätte, wo Leute Clubs aufgemacht haben und sich dafür, sagen wir, hart gearbeitet haben. Einfach so, für kleine Dinge. Wie sehen Sie denn die Zukunft der Hamburger Clubs? Also wo sind die Sachen, wo Sie sagen, das ist wirklich in Gefahr? Ist der Kiez so, wie er ist, in Gefahr? Gibt es vielleicht eine neue Subclubkultur an anderen Ecken in der Stadt? Also ich rufe nicht, um das nochmal aufzugreifen, ich rufe nicht nach staatlicher Subvention. Aber wenn eine Regierung muss doch Ideen haben. Und in Hamburg hat man das Gefühl, wirklich, es geht um den Hafen und um die Geschäfte. Wenn das vernünftig läuft, also wenn der Kommerz, das ist auch unsere Tradition, wenn das vernünftig läuft, ist der Rest eigentlich ziemlich wurscht. Und das interessiert auch wenig Leute, genau genommen. Ne? Aber Sie sagen ja, ich habe einen positiven Gegenentwurf. Ich mache einen Club, ich will eine soziale Utopie, ich will eine musikalische Utopie. Wie sieht die denn im besten Sinne aus? Naja, ich habe wahnsinnig Glück gehabt. Also die Gefahr ist die, dass ich jetzt zum Beispiel meinen Raum verliere und einen neuen in der gleichen Größenordnung mieten müsste. Aber Sie verlieren Ihren Raum nicht, oder? Nein, es ist auch nicht in Gefahr, ist alles gut. Aber wenn jetzt jemand jung ist, einen 1000 Quadratmeter Raum mieten möchte, in einer sehr zentralen städtischen Lage, würde ich einfach mal tippen, das wird nichts. Findet er nicht. Und wenn er ihn findet, dann kostet das 30.000 Euro im Monat oder so. Und das wird er mit diesem Konzept, mit so einem Musikclub-Konzept nicht erwirtschaften können. Keine Chance. Also ist die Prognose, dass sich dann die Clubkultur mehr in die Randgebiete oder in andere Gebiete verlagert? Ja, und da funktioniert aber der Laden nicht, weil ich muss ja 1.000 Leute haben am Abend oder 500 Leute, je nachdem, wie groß mein Club ist, und die fahren nicht nach Bergedorf, wo vielleicht die Halle günstig ist. Was sagt denn der Rest der Runde? Ist das wirklich das Problem oder sagen Sie, das ist eure Verantwortung, da kriegen wir eine neue Art von Kommunikation hin, die dann doch die Clubs aufleben lässt? Also Hamburg ist schon immer eine Clubstadt gewesen und ich meine, die Reeperbahn ist dafür berühmt, dann ist es drüber geschwappt in die Schanze und dann gibt es Clubs, die gehen hoch, dann sind sie cool, dann sind sie irgendwie uncool, dann kommen die Nächsten. Das ist doch eigentlich eine wunderbare Plattform. Und ich bin nicht der Meinung, dass die Politik da kreativ werden soll, weil lass mal lieber. Es wäre besser, wenn jeder Einzelne versucht, da was auf die Beine zu stellen. Es ist ein Kommen und Geben in dem Geschäft. Aber ich glaube, dass es maximal kreativ ist. Hamburg ist großartig, die Clubszene ist fantastisch. Sie könnte natürlich noch besser werden. Das Reeperbahn-Festival ist eine Plattform für viele neue Künstler, für Musiker und natürlich, wo auch die Industrie sich und die Musikwirtschaft in Gänze sich trifft und austauscht. Das ist großartig für Hamburg. Es gibt einen Mediendialog in dieser Stadt. Dieser Mediendialog bringt die Unternehmen zusammen und auch die Künstler zusammen. Ich finde das großartig. Ich finde auch die Elbphilharmonie großartig. Die Elbphilharmonie ist ein Magnet für Touristen, die im Übrigen dann erst die Elfi und dann die Clubs besuchen. Nicht alle, aber vielleicht die einen oder anderen. Aber es bringt natürlich auch neue Touristen in die Stadt hinein. Und insofern ist das ein hervorragendes Gebäude. War kein Schnäppchen, das gebe ich zu. Ja, aber das sagst du aber sehr, sehr leichtfertig. Die ganzen Dinge, die du sagst, sind sehr leichtfertig. Wollen wir uns darauf verlassen, dass die Einzelnen irgendwie initiativ werden? Da lachen doch die Hühner. Man kann doch bestimmte Sachen gar nicht mehr aufbauen, ohne einen finanziellen Aufwand, den ganz viele Einzelne niemals stemmen können. Never. Die haben dann tolle, kreative Ideen, aber das wird niemals Wahrheit. Und da muss man doch schon irgendwie ansetzen. Das meinte ich auch mit Marketing und Konkurrenzschutz. Kommen wir gleich zu. Marketing und Konkurrenzschutz. Aber Sie haben schon gehört, wir haben schon. Ja. Deswegen, ich würde gerne noch mal nach vorne gucken jetzt. Auf ja, ja. Veränderungen, ja. Positiv oder negativ, das muss jeder Einzelne beurteilen. Aber das ist das Hamburger Abendblatt vom 8. Januar. Da hieß es, grüner Bunker am Millerntor kommt. Dann gab es neulich dazu eine Meldung, jetzt käme doch ein Luxushotel. Was kommt denn nun? Wenn ich richtig informiert bin, dann kommt genau das, die Luxushotelbetreiber. Dieses Hildegarten obendrauf. Ja, genau das, so wie es aussieht. Und die Luxushotelbetreiber sind eben genau diejenigen, die das bezahlen können.
So, das Konzept soll nicht Luxus werden. Auch die Luxushotelbetreiber sind gar keine nur Luxushotelbetreiber. Die haben auch an der Ostsee irgendwelche Häuser und machen die immer eigentlich sehr kreativ, so wie das sein soll. Ich weiß auch gar nicht, ob die überhaupt das ist irgendwie rausgekommen, weiß ich auch nicht warum. Die haben das noch nicht final entschieden. Und ich glaube auch, die entscheiden sich noch dagegen, aus marketingmäßigen Gründen, weil sie nämlich nicht glauben, dass genug Leute da tatsächlich hochrennen. Okay, abschließendes Wort. Finden Sie es gut oder nicht? Ich finde es gut. Okay. Das war jetzt mal ein positives Ende. Jetzt bin ich auch... Am Ende haben wir es doch noch hingekriegt. Ja. Jetzt bin ich wieder sehr gespannt auf die Stimme von Tommaso Cacciapotti. Brief an den Leidener Arzt Hermann Burhafe, 5. November 1716. Hochgelehrter und berühmter Herr, in Ihrem Briefe suchten Sie von mir zu erfahren, ob ich unter den Animalcula des tierischen Samens irgendwelche Größenunterschiede bemerkt hätte. Darauf kann ich Ihnen zunächst einmal antworten, dass ich noch in Gegenwart des Anatomen van Bleiswijk Flüssigkeit aus den aufgeschnittenen Nebenhoden unseres Kaninchenbocks entnommen und mikroskopiert habe. Dabei erblickten ich und der schon genannte Herr Bleiswijk eine unglaubliche Menge lebender Tierchen. Als diese Animalcula in ein Becherglas verbracht und dort gestorben waren, habe ich sie mehrere Tage nacheinander häufig untersucht. Dabei bemerkte ich keine Abweichung von der regelrechten Größe. Außerdem sah ich äußerst kleine, längliche Partikel, manche etwas größer als andere, so viel dem Auge erkennbar, ohne Schwanz. Ich nahm an, dass es sich bei diesen Partikeln um unreife Animalcula handelte. Als ich einmal die Animalcula abhandelte, habe ich geäußert, ob sie wohl in den Testikeln erzeugt würden. Dem würde ich jetzt zweifelsfrei zustimmen. Wenn wir nämlich die unendliche Anzahl an Samentierchen, welche ein rüstiges, leistungsfähiges Tier im Jahr abgibt, mit dem kleinen Volumen der Hoden vergleichen, erkennen wir, dass deren Kapazität diese keinesfalls fassen kann. Also müssen wir schließen, dass die Samentierchen im Hoden produziert und nicht nur aufbewahrt werden. Anthony von Löwenhoek schildert seine Entdeckung der Samentierchen. So, Dieter, die Brücke von den Spermien zu den Bakterien schlägst du jetzt. In der Zwischenzeit verteile ich ein bisschen Flüssigkeit. Also die ist aber sauber, hoffe ich. Gibt es das? Gibt es sauberes Wasser? Nein. Also ja, wenn man es autoklaviert, das heißt also 130 Grad heiß macht, ein paar Bar, dann ist es relativ sauber, dann kann man es nochmal filtrieren. Hast du das gemacht? Also mit anderen Worten, Sie bekommen jetzt Bakterien und Viren auch? Wahrscheinlich, ja. Ja. Also man muss immer denken, es gibt eigentlich kein Bakterium, was nicht von verschiedensten Viren befallen wird. Und es gibt sogar Viren, die von Viren befallen werden. Also es ist sehr komplexes Werk. Genau, also Sie sind irgendwie so begeistert von diesen kleinen Tieren. Ich habe ja Medizin studiert, um Großes zu vollbringen. Ja, also man fängt ja mit großen Schnitten, ich wollte Leber operieren und dann kam es doch anders. Und dann beschäftigt man sich mit Zellen, das ist schon ganz schön klein. Und dann fragt man sich, ja, wie kommt es zu Symptomen? Und dann stellt man fest, ja, das können wirklich kleine Lebewesen machen. Also Viren, wenn man das als Lebewesen bezeichnen will, darüber streiten wir uns immer noch. Also, Virologie oder auch in der Mikrobiologie und natürlich Bakterien. Das sind. Aber Sie haben viel mit Bakterienkulturen in Ihrem. Sie legen die an oder Sie beobachten sie? Beides. Also, Sie haben auch welche mitgebracht. Ich habe auch welche mitgebracht. Eigentlich sollte ich ja für die Methode zuständig sein und nicht für den Wahnsinn. Ja, aber, aber wir haben ehrlich gesagt noch nicht genug Wahnsinn gehabt. Also insofern gerne direkt ins Publikum. Genau. Wir können mal. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Im Vorgespräch hatten wir ja die Frage gestellt. Darf man die rumgeben? Ja, genau. Nicht ich habe hinterher noch Desinfektionsmittel, also nicht aufmachen. Genau. Die sind jetzt schon in so einer länglichen Form, ne? Genau, also Sie hatten mich ja gefragt, was essen Bakterien? Und da habe ich erst mal drüber nachgedacht. Menschen essen. Menschen, die essen Menschen, genau. Und
Und die essen aber nicht nur Menschen, weil also mein Lehrer, also bei dem ich studiert habe, Professor Laufs, ein großer Mikrobiologe in Hamburg, der hat immer gesagt, Bakterien sind überall. Und ich dachte, was für ein blöder Spruch, was für ein blöder Spruch. Hat mich geärgert als Student. Aber er hat recht. Und sie sind einfach überall. Und das zeigt halt einfach, wie wahnsinnig überlebensfähig die sind. Und das ist einfach, das waren die Vorgänger von uns. Was sehen wir denn jetzt in den Schalen? Also wir haben, einmal hier ist ein Staph aureus. Staph aureus trägt wahrscheinlich ein Drittel hier in der Nase. Nicht erschrecken. Da fühlen die sich ganz wohl. Und tun die was Komisches in meiner Nase? Also die leben da, die finden das angenehm. Ja. Das ist, aber die das ernähren wovon sich davon. Genau leben die? Ja, also von uns, also von Hautschuppen, von Sekreten, von Teig. Man muss sagen, also wenn wir uns also unseren Körper mal anschauen, sind wir ja einmal Mensch, aber gleichzeitig leben auf uns unglaublich viele Lebewesen, also kleine Lebewesen, die man da im Mikroskop schon gesehen hat, also schon vor vielen hundert Jahren. Und wenn man das mal alles zählt, gibt es unglaublich viele Bakterien, also mehr als wir Abwehrzellen haben. Also man könnte sogar sagen, wir sind mehr Bakterien als Mensch. Und wenn man jetzt noch die Viren guckt, sind wir noch mehr Viren als Bakterien. Wo genau ist jetzt der Unterschied nochmal? Bakterien, Viren? Ja, also man sagt, Bakterien können selber leben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier, ich habe Bakterien an meiner Hand oder wo auch immer, ich klatsche die ab auf ein Nährmedium, was aus Mensch oder aus tierischen Sekreten besteht, dann fangen die an, sich zu teilen. Das machen die teilweise sehr schnell, alle 20 Minuten. Und nach einer gewissen Zeit sehen Sie hier Kolonien. Das ist von einem Bakterium. Diese Striche sind... Genau, ja, das ist einfach hier ausgestrichen, damit man Einzelkolonien sieht. Hier, Sie sehen vielleicht diese kleinen Punkte. Das sind aber Millionen, Milliarden von einzelnen Bakterien, die stammen alle voneinander ab. Haben sich vielleicht genetisch ein bisschen verändert, aber eigentlich stammen die von einer Tochter- oder Vaterzelle. Und das ist ganz... jetzt habe ich einen Faden verloren. Aber was? Was sind das für Bakterien? Und zweitens der Unterschied. Nein, weil ich zeige gerade Hefen. Wissen Sie, das ist total schwierig. Man redet über Bakterien und denkt so, verdammt, ich habe Hefen in der Hand. Das ist... Kennen Sie dieses Spiel? Sie müssen also gelb sagen und Sie haben aber was auf einer grünen Karte. Das ist so, dann denkt man irgendwann... Okay, also eine andere Kultur, die Sie jetzt da gerade ja, haben. Ja, es sind Hefen. Genau. Also aber, nehmen wir doch mal die jetzt Hefen, jetzt Bakterien. Sie hätten wenn ich das richtig verstehe... Ja. Aber jetzt ist viel besser. Tut mir leid. Wenn ich das richtig verstehe, sind wir sind Bakterienkulturen. Ja, man redet auch vom Superorganismus. Also wir sind praktisch eine wandelndes Oase. Ja, und wir tun auch viel, damit es den Bakterien gut geht. Und man darf das auch gar nicht unterschätzen. Die sorgen für unsere Gesundheit. Also wer jetzt denkt, Bakterien, was eklig, das stimmt nicht. Die gehören auf uns drauf. Und es ist sogar so, die erben wir. Und wir sprechen mittlerweile von Mutter bei und Vater. Geburt. Unter der Geburt und hinterher. Deswegen ist es so wichtig, dass man nicht die Babys mit Desinfektionsmittel und sich selber, sondern viel kuscheln. Ja, und kuscheln, ja, auf die Haut, Bounding, okay. Dann kriegt man das auch als Vater. Schreit die Mutter sofort. Meine Frau war, ja, auf jeden Fall kriegt man so meins. Und dann hat die Hebamme hat es erst mir gegeben und dann, okay. Also die machen mir das Gefühl, dass jemand meine Mutter oder mein Vater ist, dafür sind eigentlich die Bakterien zuständig, so wie Tiere. Ja, nein, aber wir erben nicht nur, wir erben nicht nur das Genom, sondern wir erben auch die Bakterien. Okay. Und das besiedelt uns und das schützt uns, weil das hängt natürlich auch mit unserer Genetik zusammen und die sind gut für uns. Und deswegen ist es ganz fatal, wenn man nicht über einen natürlichen Geburtsweg, das merkt man, in verschiedenen Krankheiten sind dann vermehrt. Und deswegen ist auch fatal, wir sollten das auch wertschätzen. Deswegen die wegdesinfizieren ist also nicht ist so viel waschen. Ja, aber es ist schon wär, wahr. Wäre ja. Besser. Also deswegen Desinfektionsmittel im Krankenhaus, ja, zu Hause keine gute Idee. Und und die Bakterien sind nicht nur an unseren Händen, die sind ja auch in uns drin. Und was wir halt auch merken ist, was wir essen, wie wir essen, welche Vielfalt wir essen, in welchem Rhythmus wir essen, moduliert auch die Bakterien im Darm. Und die produzieren eine unglaubliche Menge an Botenstoffen. Es ist ja so, wir haben ja viele Verdauungssachen an Bakterien ausgelagert. Das hat sich in der Evolution bezahlt. Warum sollen wir die Enzyme haben, wenn Bakterien, das nennen wir dann Vitamine, ja? Aber in Wirklichkeit... Also die Bakterien machen die Verdauungsarbeit. Ja, zum Teil. Ja, ja. Hochkomplexen, hunderte von verschiedenen Spezies.
Da gibt es auch immer Joghurts, wo steht jetzt rechts rum, links rum, das ist besonders gut für Darm. Das ist Quatsch? Marketing. Da müssen Sie, das, ich glaube, da müssen Sie Bakterien fragen. Ne? Drehe ich jetzt rechts rum, drehe ich links rum? Wir nennen das Kultur, damit es ansprechend ist. Das ja, ist nein. Warum heißt das Bakterienkultur? Ja, weil es wächst. Aber. Das ist schon mal eine gute Definition. Also Kultur das heißt, wächst, das hören wir jetzt zum ersten Mal heute. Und das ist natürlich der Anbereich. Von Natur befinden sich diese Bakterien nicht dort, sie legen sie an und deswegen ist eine Kultur. Genau wie es auch im Garten Kulturen gibt, Radieschenkultur. So wäre mein, man hat den Nährboden und deswegen bedeutet es auch, wir haben verschiedene Nährböden und abhängig von den Bakterien, die ich suche, dann ist natürlich ganz klar, wenn ich jetzt Bakterien suche, die auf uns drauf leben, muss ich natürlich auch dann diese Art von Substrat haben. Wenn ich jetzt aber Bakterien suche, die in der Erde leben, dann funktioniert das hier nicht. Jetzt lernen Sie mich mal auf. Ich habe 7 Löchlein in meinem Körper. Sind da verschiedene Besiedelungsformen oder sind überall die gleichen? Nein, es ist komplett unterschiedlich. Also es ist sogar an verschiedenen Hautstellen, da haben Sie hier hinterm Ohr haben Sie andere Bakterien als auf der Stirn und hier in der Nase. Und das ist dann auch teilweise, wenn Sie viel sportlich aktiv sind, können sich hier Zonen verschieben und kleiner werden. Das ist okay. Schwitzen. Und auch größer. Aber jetzt also ist dann, da gibt es sogar, wenn wir jetzt Kulturen anlegen, dann können wir nur einen kleinen Bruchteil sehen. Also man hat mittlerweile auch neue Methoden, da kann man viel, viel mehr Bakterien unterschiedlicher anzüchten. Aber was wir ja häufig machen, ist einfach alles sequenzieren, diese neuen Sequenziermaschinen. Was heißt sequenzieren? Ja, Sie entschlüsseln die Erbinformationen und dann können Sie anhand der Sequenz sagen, das und das Bakterium ist drin. Dafür müssen Sie sich nicht anzüchten. Das ist insbesondere, wenn da tausende verschiedene sind, sequenzieren Sie die alle und dann der Informatiker mit komplexen Bots und Dings, die können Sie zusammen. Die Bösen, welche brauchen wir, welche wollen wir gar nicht haben? Das ist ganz schwer und das wissen wir nicht und das ist natürlich das, wo wir wahnsinnig drauf scharf sind, das irgendwie rauszukriegen, was ist gut, was ist schlecht. Natürlich kennen wir ein paar, also Staph aureus, den Sie, hat ihn jemand noch dort? Er ist wieder abgegeben worden. So. Der ist in der Nase, ist der gar nicht so schlimm, wenn Sie aber jetzt eine Wunde haben und Sie reiben sich den rein, dann kann er natürlich zu einer schweren Wundinfektion kommen. Also nicht und wenn, so und dann? Ja, das ist ganz schlecht. Und wenn er dann noch ins Blut kommt, dann können Sie eine schwere Sepsis haben. Der geht dann auf die Herzklappen und er kann Sie dann umbringen. Also der gleiche Keim, der relativ harmlos in der Nase ist, kann... Und ich habe noch einen anderen Keim. An Wunden nicht riechen. Ja. Wir hatten vorhin... Es ist noch einer verloren, hat noch jemand ein paar. Noch eine Platte? Das ist die gefährliche. Ich hatte... Ja, sind Sie sicher? Ja, was war mit die der? Die sind doch alle ganz der? Sicher verschlossen, oder? Ja, die sind können sicher die verschlossen. Nein, die kommen da nicht raus. Also okay, es ist ein Gerücht, also die gefährliche Kultur ist verloren gegangen irgendwo. Nein, es ist nicht die gefährliche. Nein, ich hatte einen Proteus mitgenommen, auch ein Proteus? Klassischer. Ja, Proteus mirabilis. Also die haben schöne was, Vulgaris und was mirabilis. Leistet der? Oh, der kann tolle Sachen. Und zwar hat der Geißel, das heißt, er kann sich bewegen und die schwärmen weg. Also wenn ihnen dann das Essen nicht mehr schmeckt oder es ist nicht mehr ausreichend da, dann schwärmen die weg zu neuen Ufern. Und wenn der Widerstand zu groß ist, dann bilden diese Ruderverbände. Das heißt, die setzen sich zusammen und kooperiert, rudern die weg. Mhm. Und dieser Keim ist so ein klassischer Leich, den haben wir in uns. Und wenn aber unser Immunsystem aufhört, ist der uns zuerst überall besiedelt und uns dann auch zerfrisst. Also der diesen Geruch dann, auch diesen gleichen Geruch. Der dann auch, ja genau, deswegen hätte man da mal dran riechen können. Das heißt, eines Tages, wenn man den Löffel abgibt, dann sind das die Ersten, die anfangen die zu essen. Die sind die Ersten, ja. Und dann kommen die Pilze und Schimmelpilze. Aber apropos Essen, es gab ja mal einen bösen, war das ein Keim, EHEC? Oder ist das ein... Ja, das ist oh ja, die hatten das wir ist auch. Eine, ein Keim, Bakterie und Virus. Möchte ich jetzt einmal sauber geklärt haben. Ja, das ist, genau, also Virus, also ein Virus ist ein Erreger mit meistens einem sehr kleinen Genom, also nur ein paar Basenpaare, das kleinste, was wir kennen, ist das Hepatitis Delta, nur 1600 Buchstaben sind das. Das ist eigentlich eine zirkuläre RNA und die kodiert nur für ein Protein, das ist, glaube ich, so das primitivste krankmachende, also ja, wenn Sie jetzt zum Beispiel hier ein großes Bakterium, da haben Sie so ungefähr 1 Million Bar, also na, wenn Sie ein Buch gucken, dann würden Sie vielleicht beim Virus die ersten 3 Seiten, ja, das wäre schon alles. Das ist schon ein Mehrbänder, ja, das ist schon der Enzyklopädie, was die an verschiedenen Genen haben, also schon ein Riesenunterschied. Also ein Virus ist einfacher gestrickt. Ja, ist praktisch
wahrscheinlich, also ein Virus besteht nur aus ganz wenig Informationen und nutzt eine andere Zelle oder ein Bakterium für alle anderen Tätigkeiten, die es braucht, um sich zu vermehren. Leiharbeiter. Genau. Also wie soll auch so ein Computervirus, ja, aus so ein paar Programmzeilen, und er nutzt die anderen Computer, um sich zu vermehren. Alleine kann er sich nicht vermehren. Und deswegen sagt man eigentlich, dass es kein Leben ist, aber wir haben ja hier hinten auch die Chlamydien und das kennt man auch von Bakterien. Also auch Bakterien haben angefangen zu sagen, ja, wieso brauche ich denn alle Enzyme und sowas? Ich kann doch einfach in eine Zelle reingehen und schnapp mir die Energie und das machen die. Ja, und auch die sind nicht alleine überlebensfähig. Das heißt, da brechen schon diese Konzepte. Bakterium, Virus. Das sind diese unfreundlichen Dinge, die sich jetzt wieder vermehren und die durch Geschlechtsverkehr übertragen werden. Oder klären Sie uns auf, worauf müssen wir auch achten, dass es nicht passiert? Das ist nicht passiert. Ja, also Geschlechtsverkehr ist schon... also es kommt darauf an, bei Chlamydien gibt es verschiedene Serogruppen. Also es gibt verschiedene Arten. Ja. Also genau, und dagegen kann man Antikörper machen, die unterscheiden wir, deswegen sagen wir da. Und es gibt welche, zum Beispiel in Afrika, die machen hauptsächlich blind. Das sind jetzt, die befallen die Augen und relativ hässlich. Und das Bittere ist daran, wenn wir jetzt mal in diese Diskussion kommen, das kann man halt für ein paar Cent könnte man das therapieren und Millionen von Menschen müssten nicht erblinden. Das ist so eine Wahrheit, die man ertragen muss. Diese Stämme, die bei uns, die zirkulieren hier aber nicht in Europa, die bei uns zirkulieren, sind schon Stämme, die sexuell übertragen werden. Und nur sexuell? Warum interessiert dich das so? Es gibt, naja, es gibt immer diese Schwimmbadkonjunktivitis, der Name sagt es, aber eigentlich ist es auch sexuell. Also, ja, also, na, die sagen Sie hauptsächlich, die man kann in der Medizin nie was ausschließen. Die entscheidende Frage ist doch, wenn der Doktor gesagt hat zu ihm, Sie haben Chlamydien und er geht nach Hause, dann muss er doch sagen, das war durch die Handtücher. Und nicht, ja, so, da ist doch genau das Problem. Gibt es Ausreden? Ja, damit kann man machen, aber ich glaube, man muss ja auch, wahrscheinlich ist es wahrscheinlich. Und am wahrscheinlichsten ist einfach eine Sexualübertragung. Und die, das Spannende, also... Ist das denn mehr geworden in den vergangenen Jahren? So? Mehr geworden, die... Ja, ja. Also das steigt massiv an, wobei... bei der Erfindung von Tinder. Ja, Sie haben... Das, glaube ich, das muss man diskutieren. Die Sache ist die, wir sehen eine massive Zunahme seit ungefähr 6-7 Jahren von Geschlechtskrankheiten und insbesondere das Wissen über Chlamydien in der Allgemeinbevölkerung ist sehr gering. Das ist so, die kriegt man übertragen über sexuellen Geschlechtsverkehr und meistens hat man keine Symptome. Wenn ich natürlich wenig oder keine Symptome habe, dann merke ich das nicht. Ich gehe nicht zum Arzt, ich lasse mich darauf nicht screenen. Und was dann halt passiert ist, bei jungen Frauen, es gibt dann eine Entzündung der Tuben. Der Tuben? Also da, wo die Eier sozusagen in die Gebärmutter dann reinkommen, also von den Eierstöcken müssen die ja rüberwandern. Und wenn die halt verklebt sind, dann kommen die Eier nicht mehr in die Gebärmutter. Und das führt dann zu einer Unfruchtbarkeit. Deswegen sind viele, viele Frauen unfruchtbar, wegen Chlamydien. Und deswegen ist es halt ganz wichtig. Und ich glaube, also einerseits sagt man, okay, es gibt eine Korrelation mit so Sex. Also es gibt mehr Sex, aber weniger Fruchtbarkeit. Ja. Aber nicht durch Tinder. Nicht durch Tinder. Nein. Es gibt, glaube ich, erste Studien in Deutschland, kenne ich keine, aber in den USA gibt es Studien, die zeigen, es gibt gewisse Apps, da gibt es mehr sexuelle Krankheiten. Bei anderen ist es eher korreliert mit weniger. Und was man Ernst? Ja. Also Tinder war sogar besser. Wie kann denn eine App bestimmen? Also woran liegt denn das? An der Zielgruppe. Wir haben nämlich auch diskutiert, dass die Leute, die jetzt über Apps mehr Kontakte haben, das auch ohne App, also noch nebenbei. Aber die App so als solche ist ungefährlich, oder? Ja. Da gibt es auch Viren, aber die sind dann auch ein bisschen Viren andere. Vielleicht. Ja. Nein, ich glaube, das ist eine doofe Diskussion. Ich würde jetzt auch keine App irgendwie... Ich glaube, was viel wichtiger ist, ist... das Wissen darum und dass man einfach offen damit umgeht und irgendwie regelmäßig zum Arzt geht. Und das sollte dazugehören, sich auf sowas zu untersuchen lassen und es dann zu behandeln. Kann man sich denn schützen? So? Ja, also Kondome, eindeutig. Also das ist Tiefpunkt und super. Okay, also Fazit ist, gib Gas, aber mit Gummi. So, wenn ich das richtig verstehe. Und dazu passt jetzt auch unser letzter Song, Stefanie Hempel, All You Need Is Love.
Sie dürfen nur nicht da vorbeigehen. Mein eigener Roadie, ne? So, keine besonderen Anweisungen, singt einfach mit, wenn ihr Lust habt. So, Gesang kann, glaube ich, ein bisschen lauter. Also hier ist die Gitarre sehr laut. Das durcheinander. There's nothing, nothing you can do that can't be done. So geht's. Love, love, love. There's nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Say nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love, love is all you need. Am Ende auch wieder der Kreis von der Liebe und dem Essen und der Liebe füreinander, die wir brauchen, damit es uns gut geht. Das war... Tja, das war das Ende der Triade. Freikörperkultur. Und Sie wollen natürlich wissen, wann man das sehen kann. Man kann es sehen, wir wissen es schon. Am 12.06. um 22 Uhr auf Tide.
ein ganz großes Dankeschön an das Team von Tide, die das hier immer rocken, die diese Show für uns aufzeichnen und das wirklich großartig machen. Bitte an die Technik mal einen großen Applaus. Und ich hoffe, wir sehen uns alle, bevor ich meinen nächsten Dank ausspreche, ich hoffe, wir sehen uns alle wieder am... Wir sehen uns wieder zu einer neuen Triade. Eigentlich ist es gar keine, aber wir haben eine daraus gemacht, nämlich Zuckerbrot und Peitsche. Wir machen Zucker, Brot und Peitsche. Wahrscheinlich kommen alle jetzt nur zu Peitsche, aber egal, zum Zucker haben wir auch schon viel gelernt. So. 29. November, unsere erste Show. Wir freuen uns sehr. Danke auch an alle, die hinter dieser Show, unserer kleinen, gemütlichen, sehr selbstgebastelten Show stecken, nämlich Heike Kleen, Sonja Valentin und Merel Neuhäuser, die das immer im Hintergrund geführt haben. Vielen, vielen Dank. Ja. Danke an alle Kollegen vom Licht und Turm und vor allen Dingen an Sie alle, dass Sie tatsächlich bei der Hitze nicht Ihre Karten verschenkt haben, was ich sehr gut verstanden hätte, sondern tatsächlich gekommen sind. Zum Abschluss gibt es von mir noch eine kleine Dusche und dann mehr Wasser und Getränke gibt es an der Bar. Und ich freue mich wieder auf schöne Gespräche, ganz in Harmonie und Frieden. All you need is love. So. Dankeschön.